Hallo liebe Leute und herzlich willkommen. Hallo ihr da draußen. Happy. Hey. Würfel auf der Kante, Mann. In die Sura. Knopf drücken. Inseln. Er hat den Epic gedroppt. Yippie, yippie, ha! Fröhlicher Tag. Faszinierend, oder? Mein geilster Bau. Blasphemie. Doch nicht. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu der 18. Ausgabe dieses wunderschönen guildnews.de Podcasts. Ich bin Chronic und das da ist heute nicht Sputti, sondern Alan Kiel. Alan Kiel! Woo! Ich bin Alan! Okay, das war jetzt... Ja, okay. Oh Gott, ja. Okay, warte. Bevor wir loslegen, muss ich jetzt einmal eine kleine Anekdote dazu erzählen. Das war klar, dass und, er das erzählt. Ja, das muss ich erzählen, weil ich wünsche, wir hätten da schon gestreamt. Er ist ja ein kleiner Alan Kiel-Liebhaber, würde ich mal sagen. Und das ist auch eine sehr, sehr gute Wortwahl in dem Fall. Nämlich, während ich hier am Vorbereiten war, überall noch probiert habe, panisch das Croppen zu machen bei dem Google Hangout statt dem Skype diesmal. Denn wir haben geswitcht, wie ihr an dem Google-Symbol da vorne seht. Boah, Google, ich sehe es jetzt auch das erste Mal irgendwie. Und anstatt mich kurz in Ruhe zu lassen, damit wir auch möglichst zügig da losstarten können, fängt er einmal nicht nur an, mich einfach so standardmäßig, Alex-mäßig zu nerven, sondern nein, er fängt an, irgendwie so Barbie- und Ken-mäßig mit sich und Alan Kiel-Poster rumzuspielen. Und hat Alan von hinten geküsst. Dirty Sanchez zum Beispiel, und so. Ja, es ist, ich habe ein bisschen rumgealbert, ja, Domi, du musst das hier nicht immer so in die Öffentlichkeit bringen. Ja, ich habe ein Gesicht zu wahren, ja, das ist... Du hast ihre Stimme nachgemacht und gesagt, oh, Sputti. Ja, und ja, kommt ein bisschen Spaß muss sein. Oh, Mann. Wir jetzt bestimmt gleich instant 4 Leute abschalten. Ich weiß das, Domi. Du vergraulst uns unsere Leute. Was kann ich dafür, wenn du so einen Kram machst? Aber bevor wir noch alle Leute vergraulen, würde ich sagen, gehen wir direkt mal in die Übersicht, oder? Ja, dafür. Ich muss das so ein bisschen für Werbezwecke ausschlachten. Ja, das bevor Bild, wir auf die Übersicht eingehen, können wir sagen, alle, die das jetzt momentan auf YouTube im VOD, im Video on Demand schauen, die können jetzt auf die einzelnen Elemente der Sachen da klicken und dann werdet ihr per Annotation direkt zu dem Punkt, wo wir anfangen, darüber zu reden gebracht. Also, click it, Leute. So, jetzt bringst du ein Char und Ellen zusammen. Ja, so, Evan, so. Ellen, boom. Ne? Ist zwar Ridlock, so, aber so, fuck so it. Nein, das ist jetzt Evan. Wir müssen improvisieren und so. Ja, okay. Zeig mir, wo der böse Mann dich angefasst hat. Zeig es an der Puppe. Fand's okay, gar nicht so also schlimm. Jetzt zu den Themen. Erstmal intern, wie immer, GateNews intern, geht es um den Guide des Monats. Dann in den News erstmal die glorreiche Ankündigung, die heute kam, oder sag ich mal die Vorschau zu Guild Wars 2, was passiert in der zweiten Hälfte des Jahres 2013. Dann geht es ein bisschen um die mörderische Politik, so ziemlich das Hauptthema, worum es in den letzten Tagen ging. Alle sind entweder Team Alan oder Team Evan. Oder noch was ganz anderes, wo wir auch nochmal darauf zu sprechen kommen. Man kann auch echt übertreiben, du Fanboy. Ja, sorry, ich muss wieder Werbezwecke dann ausschlachten. Hat sich Colin Johansson ein bisschen zur Living Story geäußert. Dann geht's wieder in die Lupico Speed Kills, denn anscheinend war es denen nicht genug, einen Rekord aufzustellen, sondern sie wollten ihren eigenen auch noch um 7 Sekunden brechen. Gibt es Guild News diskutiert zur lebendigen Geschichte, Sputtis Märchenstunde. Dann geht es um das Wichtigste überhaupt, das GW2 Worldwide Invitational, PvP, oh ja, oh E-Sports, ja. All das Gute und ein Motorrad. Cool. Ehrlich. Und zu guter Letzt gibt es dann 5 Gold in einer Minute. Eure Chance, indem ihr ein keine paar... Fragen. Eure Chance, indem ihr ein paar anscheinend noch nicht vorhandene Fragen beantwortet, 5 Gold von Sputti abzuziehen. Ist kein Problem, ich mach das im Lore-Teil. Ja genau, wir haben endlich mal wieder ein Lore-Teil. Ja. Das ist unfassbar. So sieht das aus. Aber ehe wir jetzt hier noch lange rumalbern mit Alan, das werde ich nämlich gleich noch häufig genug, und mit der Übersicht, würde ich sagen, wir starten direkt mal mit dem internen Wir können vielleicht einmal noch sagen, oder? Wir haben noch so kleine Zwischenthemen hier und da, aber das hier sind immer die Highlights, weil alles passt da nicht hin und dann beschwert sich Alex wieder, dass das zu klein ist für Annotations. So. Ja, stimmt. Ja, das ist immer noch zu klein, aber okay. Ach, okay. Guide des Monats. Den meisten Leuten wird dieser Guide des Monats inzwischen ein Begriff sein, denn die News existiert ja schon eine ganze Weile. Ganze Weile ist genau 3,5 Tage.
Und in dieser, bei dem Guide des Monats geht es darum, dass wir eure Unterstützung brauchen und das auch gleichzeitig belohnen möchten. Denn immer wieder kam diese Frage oder habe ich die Frage gestellt: Hey, was sollen wir an Guild News ändern, damit ihr Guild News öfter besucht? Und wir haben 100 Leute gefragt, was möchten sie haben? 98 sagen: Lilip, Klassenguides. Und genau Machen darum. wir jetzt hier, wie heißt es nochmal? Family irgendwas? Familienduell, ja. Familienduell. Wir haben 100 Leute befragt. Es ist einfach zu warm, um heute ernst zu bleiben. Sorry, das Ja. ist, ich muss mir hier die Wärme wegreden Herzlich irgendwie. willkommen zum Comedy-Podcast. Zum Heute schlechten Comedy-Podcast. Alan Keel in der Nebenrolle. Na gut, Ah, okay, Hilfe. Klassenguides. Und zwar haben wir. Oh Gott, jetzt habe ich voll rausgebracht. Und zwar möchten wir genau von euch, ich meine, ihr spielt ja auch irgendwelche Klassen, ja. Domi und ich sind halt sehr beschränkt, ja. Dieb und Wir sind Waldläufer. beschränkt, ja. Ein bisschen Wächter, spiele ich noch. Warrior bin ich gerade am Leveln, aber das sind halt nicht so Dinge, wozu ich sagen würde: Hey, ich schreibe einen Guide, ich bringe euch das bei, weil ich lerne es gerade selber so ein bisschen, ja. Und darum beschränkt sich das bei mir so auf Ranger und Guardian, ja. Das sind so meine Bereiche. Domi spielt Inno-Deep und Inno-PvP, der ist also für Guide-Zwecke Hey. komplett unnötig. Und ich fühle mich ja Und nicht mal dazu imstande, einen vernünftigen Deep Guide zu machen. nun ja. Darum Kommt aber noch irgendwann. haben wir oder habe ich quasi den Auftrag an euch weitergegeben und mir gedacht: Hey, die Community, da gibt es doch Leute, die spielen Elementarmagier, die spielen Nekromant, Mesmer, was auch immer. Und ihr seid ja Dafür zählt bestimmt jetzt alle auf. teilweise, nein, nein, ihr spielt ja bestimmt auch ihr könnt ja bestimmt auch teilweise eure Klasse und ihr werdet dazu bereit, einen Guide zu schreiben. Und ich habe auch ja schon von einigen vor einer ganzen Weile mal Guides bekommen. Wir haben zum Beispiel den Bombensupporter von Raffi, wir haben den Semi-Berserker von Advance, wir haben den Survival Condition Build von, ich bin mir gerade nicht mehr sicher wem, und den Heiden Rollmops, ja, mein Lieblingswächter-Guide. Und genau aus diesem Grund habe ich mir überlegt: Hey, wir können das Ganze noch ein bisschen auf die Spitze treiben, die Leute können mehr. Und da ich ja auch möchte, dass ihr irgendwas von dieser ganzen Sache habt, werden wir immer zum Anfang des Folgemonats Guides zur Wahl stellen. Und ihr habt dann quasi die Chance, selbstständig abzustimmen, wie gut fandet ihr den Guide. War gut, war sehr gut, war okay, was auch immer. Zu 50%. Und quasi der Guide, der dann die beste Bewertung rausbekommt, wir lassen immer die erste Woche des Folgemonats. Das heißt jetzt quasi für den Guide des Monats Juli würde die erste Augustwoche zum Voting genutzt. Und danach steht dann quasi fest, welcher Guide der beste war. Und das Ganze möchten wir natürlich auch vergüten. Und zwar hängt das aber auch so ein bisschen davon ab, wie das Ganze aufgenommen wird. Zuerst mal habe ich mir gesagt: Okay, Gold haben wir. Also Platz 1 10, Platz 2 5 und Platz 3 2 Gold. Kein Problem. Ich habe mir aber auch überlegt: Hey, wenn das gut ankommt, wenn die Leute da richtig mitmachen, dann können wir die Preise auch erhöhen. Eventuell gehen wir auf Gems, eventuell erhöhen wir nur das Gold. Es ist alles machbar. Ja. Alles kann, nichts muss. Das hängt auch ganz davon ab, wie ihr das aufnehmt, wie das genutzt wird. Der erste Monat ist quasi so ein kleiner Testmonat. Wo befinden wir uns? Wie viele Guides kommen? Wie viele Guides davon werde ich überhaupt online stellen? Weil so ein Drei-Zeilen-Guide, der ist jetzt vielleicht nicht unbedingt für die Seite geeignet und hilft nicht so richtig. Und wie das Voting auch abläuft. Nehmen da nur 5 Leute teil, dann brauche ich mir nicht die Arbeit machen, dafür Preise rausschreiben und was auch immer. Nehmen da jetzt irgendwie dann so 100, 200 Leute teil, so wie das jetzt bei unserem Evan Allen, unsere Evan Allen-Umfrage ist, dann können wir das auch hochstocken auf Gems. Ja, so ist es nicht. Also frei nach dem Motto: Alles kann, nichts muss, werden wir diesen Guide des Monats durchziehen. Und ich hoffe einfach, dass ihr, bitte aber auch nur, wenn ihr euch wirklich sicher mit eurer Klasse und mit eurem Bild fühlt, Ja. da versucht, einen kleinen Guide für uns zu verfassen und wir das dann auch dementsprechend gut in die Seite integrieren können, was auch wichtig ist. Weil, wenn wir mal ehrlich sind, wir haben jetzt gute Guides zu den Gildenmissionen. Wir haben jetzt, ich bin gerade dabei, den guten Guide für die Fraktale zusammenzustellen. Und was wir halt immer haben, das ist ein verdammt guter Guide zu den einzelnen Events. Aber uns fehlen halt Berufe und Klassen. So, ich sag mal in Anführungszeichen Standard-Guides, die jede andere Seite hat, die bei uns allerdings auch so ein bisschen nachrücken müssen, da wir halt eine junge Seite sind und eine sehr, sehr junge Community. Und genau aus dem Grund ist es mir wichtig, dass wir da auf Dauer aufstocken. Und darum bin ich auch bereit, sofern der Andrang und die Teilnahme stimmt, auf die Preise hochzudrücken. Du hast aber Ganz einfach. sehr unterschwellig ein unglaubliches Eigenlob mit reingebastelt. Ich weiß, das ist Wir haben halt einen so, ne? Du unglaublich guten müsstest mich Guide zu kennen, du den müsstest einzelnen mich kennen. Events. Naja, wollen wir es dir mal gönnen, die sind nämlich nicht schlecht. Ja, so sieht das nämlich aus. Und deswegen Guide des Monats: Ihr könnt wählen, ihr könnt schreiben, ihr könnt teilnehmen. Und genau darum geht es bei der ganzen Aktion. Die ersten Guides sind eingetrudelt, die werde ich Ihnen immer möglichst zeitnah auf die Seite bringen.
Der Ingenieursguide zum Beispiel war jetzt relativ neu. Ist sowieso ein guter Guide, ja. Kann ich nur noch mal empfehlen. Der Support Bomben-Engie, mit dem man einfach sich endlos Regeneration auf dem ganzen Team stacken kann. Das hat was irgendwie. Das hat wirklich was. Das sind so schöne, spezielle Nischensachen teilweise. Genau, darum geht es. Es geht ja nicht um dieses klassische, hey, Full Berserker, Warrior, ich roffe Zong mit 100 Blades durch die ganze Innie durch. Sondern es soll halt irgendwo was sein, was eine Nische bedient. Sei es nun Fraktal 40, 50 plus, sei es nun die Möglichkeit, eine Anfängergruppe zu unterstützen, sei es nun irgendwie irgendwas, was durchaus brauchbar ist, aber halt nur in bestimmten Szenen, nur in bestimmten Kombos oder was auch immer. Ja, also Ihr habt das wenn so. ihr einen super guten Guide irgendwie für irgendwas habt, dann wollen wir euch da nicht rausreden. Aber letztendlich müsst ihr halt bedenken, die Standardsachen sind nun mal schon so bekannt. Da Eben. können wir nicht mehr unbedingt viel dran ausrichten. Wo wir eine Marktlücke füllen können, sind halt diese Nischensachen, wie zum Beispiel Regeneration Stacking oder speziell nur für Hülle-Killen gebauter Bild. Keine Ahnung. Ob Was ich auch leicht immer. asynchron bin, ich weiß nicht. Ich habe sogar so einen Check gelesen. Kann durchaus sein durch Das Google Hangouts. kann sein, aber das müsste sonst eigentlich auch dann und wann mal aufgetreten sein. Aber also für mich kann ich nur sagen, für mich ist das Bild vom Google Hangout zusammen mit dem TS-Sound perfekt synchron, sowie in Okay. meiner Vorschau, die ich bei OBS habe, perfekt synchron mit dem Sound. Also ich wüsste nicht, wo da noch allzu viel Asynchronität sich einschleichen könnte. Okay. Alles klar. Kann aber natürlich passieren. Ja, natürlich auch nochmal hier der Hinweis von Old Europe, dass auch Standardbuilds wichtig sind. Na klar. Ja. Und auch, dass die eine Erklärung teilweise brauchen, ist selbstverständlich. Die brauchen wir natürlich auch. Aber Standardbuilds, sage ich mal, sind halt relativ schnell irgendwann ausgelutscht, wollte ich fast sagen. Also die werden nach und nach eintrudeln. Aber was wir halt auch haben wollen, sind diese Nischensachen. Das ist Zum ganz, ganz wichtig. Beispiel ein PvP-Guide zum Thief Dagger Pistol 25 30 00 15. Das muss nicht unbedingt. Da gibt's schon genug von. Na gut, aber wir wollen uns jetzt auch nicht zu sehr an dem Ja. Guide-Thema aufhalten, denn wir haben unglaublichen Input heute Abend bekommen, beziehungsweise Oh heute ja. Nachmittag. Denn der schlaue Sputti hat gelernt, wichtige News kommen bei ArenaNet immer um 15 Uhr. Ihr müsst da mal so drauf achten. Die Echt? werden um 15:30 Uhr sind sie auf Facebook, Oh, um 15 Uhr nice. sind sie offiziell online. Deswegen hat der Sputti nämlich schon direkt mitgedacht und instant um 15:10 Uhr diese News draußen Du gehabt. ziehst das, du siehst das System vor dir, du bist in der Ja, Matrix. ich bin drin, ja, richtig drin. Und bei diesem Blogpost und warum er so unglaublich wichtig ist, das erklärt sich eigentlich ganz von selbst, wenn man es hört. Blick voraus, Guild Wars 2 dieses Jahr ist der Titel für den Blogpost. Und es geht dabei um nichts anderes als die Entwicklung innerhalb der nächsten, was haben wir noch? Ja, 6 Monate haben wir noch fast, ne? Ja, Ja, fünf, das, ja, fünf, komm. fünfeinhalb, Also, ja. es ist halt wie immer, wir haben es jetzt schon zweimal gehabt. Oder, ja, doch, wir hatten schon zweimal einen Ausblick auf die voraussehbare Zeit, ne? Oder wir hatten einmal auf jeden Fall für die erste Hälfte 2013. Und dann davor hatten wir auch mal einen Ausblick, was in nächster Zeit kommt. Das war dann zwar nicht ein ganzes halbes Jahr, aber es war da. Bist du eingefroren? Hallo, Alex? Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob mein Internet kaputt ist und deshalb auch der Stream down ist. Vielleicht kann ich mal eine Rückmeldung im Chat bekommen, ob ihr mich noch hören könnt oder ob alles abgestürzt ist. Weil, ach so, nur Alex ist weg. Das ist interessant. Okay. Ja, dann wird er wohl irgendwie einen kleinen Disconnect haben oder sowas. Ich hoffe, dass es nicht länger irgendwas mit dem Internet zu tun hat. Aber ja, ich dachte mir, ihr wärt gerade nur so tierisch vertieft ins Chat lesen. Ja, da ist er auch draußen. Naja, wir werden jetzt dann mal ganz kurz, werde ich ein bisschen weitermachen. Vielleicht taucht er ja gleich wieder auf. Und zwar waren wir noch am Anfang von dem Ausblick, den ArenaNet wieder über das nächste halbe Jahr gibt. Wie wir das schon ein paar Mal öfter hatten, wie ich gerade gesagt hatte. Da gibt es einige, sag ich mal, sehr interessante, einige beängstigende Sachen und wie immer so ein paar nicht aussagende Sachen. Könnte man so nennen. Weil gerade wenn es noch ein Jahr in der oder ein halbes Jahr in der Zukunft ist, dann muss man nun mal sagen,
Das ist dann alles noch ein bisschen ohne konkrete Informationen. Es steht auch in jedem zweiten Unterteil dieses Artikels, dass da bisher noch nichts Genaueres zu gesagt wird und dann später auf die einzelnen Punkte nochmal eingegangen wird, wenn sie näher kommen. Da haben wir dann zum Beispiel als erstes den 2-Wochen-Release für Content sowie die Living Story, was ja so ziemlich dasselbe ist. Sie haben sich dazu geäußert, dass sie das auf jeden Fall beibehalten wollen und jetzt auch noch ein bisschen mehr Energie da reinstecken wollen. Eine besondere Sache hierbei ist, dass sie das momentane einzelne Living Story Team nun auf 4 Teams verteilt haben, die sich gleichzeitig um mehrere Sachen kümmern. Ernie könnte einspringen. Könnte ich machen. Problem ist nur, das dauert ein Weilchen. Und währenddessen bin ich dann ruhig. Das Bild muss ich erstmal raussuchen, also ein Kram. Wir hoffen einfach mal, dass er gleich wiederkommt. Naja, wieder zurück zu dem wichtigen Kram hier. Sie haben jetzt 4 Teams am Werke, was bedeutet, ja, da wird noch einiges mehr in der Living Story kommen. Und gerade durch diesen kleinen Schocker, den wir, ich glaube, letzte Woche war das, nicht die vorletzte, genau. Sorry, gleichzeitig lesen und sprechen ist ein bisschen schwierig. Normalerweise hat man dann immer einen anderen am Reden. Dass sie sich ein bisschen mehr auf den Living Story Kram konzentrieren und dafür möglicherweise oder inzwischen eigentlich auch relativ sicher auf Erweiterungen verzichten. Da gab es ja Aufschrei wie sonst was und all so ein Kram. Und dann wollte mir Hangout was sagen. Alles ein bisschen seltsam, ich habe keine Ahnung, was das ist, ich beende das mal einfach. So, neben dem Living Storykram, also Sie haben dazu noch gesagt, dass ein paar Sachen wieder in die Welt zurückfinden werden. Da gibt es so ein schönes Bild hierbei von der Super Adventure Box. Das sieht aus, als würde da nochmal was wieder zurückkommen aus der Sache. Und auch einfach, dass Sie bestimmte Sachen standardmäßig wieder überarbeiten wollen. Sie wollen weiter an den Bossen arbeiten, die Dungeons verfeinern, neue Sachen in die Fractals bringen, die auch nochmal verfeinern und so der ganze Kram, der jetzt da ist, besser machen. Das ist ja schon immer deren Philosophie, dass sie nicht nur einfach neuen Kram reinschmeißen wollen, sondern auch sicher gehen wollen, dass der Kram, der schon im Spiel drin ist, auch wirklich gut ist und ihn nicht so in der Ecke stehen lassen. Haben wir gemacht, da können wir später nochmal drauf zurückgreifen. Dann gab es als nächstes das Progression Advancement. Ich sollte mir vielleicht auch den Deutschen aufrufen. Das würde das alles ein bisschen einfacher machen. Also der Fortschritt im Spiel. Und zwar hatten Sie sich ja auch schon geäußert, dass Sie nicht eine Item-Treadmill in das Spiel mit einbauen wollen. So wie es im WoW ist, alles halbe Jahr ist einmal das komplette Equip nutzlos. Alles, was man sich vorher erarbeitet hat, kann man in die Tonne werfen und es geht darum, sich das nächste zu erarbeiten. Das ist etwas, wo sie sich auf jeden Fall von fernhalten wollen. Meiner Meinung nach auch eine unglaublich gute Idee, weil es ist halt schon deprimierend, wenn man ewig auf was hingearbeitet hat und das plötzlich nichts mehr wert ist, anstatt vielleicht nur was zum einigermaßen schön angucken. Also wird es nichts nach den momentanen Rüstungen geben, zumindest jetzt noch nichts. Es bleibt bei Ascended Gear und bei den Legendaries und es werden auch noch neue Legendaries dazukommen, aber da geht es später nochmal drum. Dann gibt es auch noch zu den Belohnungen, also nicht nur einfach, es gibt keine weiteren Gears, sondern es gibt Fertigkeiten und Eigenschaften. Da wollen Sie ein bisschen den Schritt machen, da kommt was dazu, weil man dadurch das so ein bisschen verbreitert, aber trotzdem Sie nicht vorher erarbeiteten Kram zunichte machen. Und zwar wollen Sie Fertigkeiten hinzufügen, für die man dann wieder, also Spells und sowas, für die man dann wieder die Punkte ausgeben muss. Dazu kommen dann auch neue Events ins Game, wodurch man sich wieder weitere Fertigkeiten, Punkte erarbeiten kann. Also keine Angst, wenn ihr da schon so viel gemacht habt und das alles möglicherweise schon rausgehauen habt, da werdet ihr Nachschub bekommen. Und dann scheint es so, dass es auf jeden Fall neue Eigenschaften, aber anscheinend auch ein neues Tier an Eigenschaften geben wird.
Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das wirklich ein neues Tier wird, weil das klingt gerade glatt ein bisschen sehr drastisch. Aber von dem, was sie momentan hier, was da momentan steht, scheint es wirklich der Fall zu sein. Also werden wir nach dem dritten möglichen Auswahl von einem Trade dann noch einen vierten dazu bekommen. Was doch schon eine relativ einschneidende Sache ist und gerade im PvP wird das, glaube ich, an dem Balancing ordentlich was rumrütteln. Also da können wir uns dann drauf freuen. Es sind aber alles Sachen, die stehen halt noch so ein bisschen in der Zukunft. Dann gibt es noch weitere Änderungen an an dem Loot. Und zwar wird es einmal so sein, dass es dass es Belohnungen für Champions geben wird. Und zwar eine Belohnungstruhe, die neue Materialien einführen wird. Das schließt alles so noch mal ein bisschen zusammen, später mit neuem Craften. Es gibt eine Truhe, in der zum Beispiel Handwerksmaterialien oder auch Fertigkeitspunkte, zum Beispiel ein Punkt, an dem ihr euch da die neuen Fertigkeitspunkte holen könnt, bestimmte Skins und Magnetsteine steht hier auch noch, könnt ihr dann aus den Champions bekommen, was bei ihnen sozusagen der Weg sein soll, um die Leute wieder zurück nach Ur, zurück nach Southstone zu bekommen, was ja teilweise dann doch gerade aufgrund der gestiegenen Schwierigkeit der Champions ein bisschen ignoriert wurde in letzter Zeit. Das hat sich einfach nicht mehr ausgezahlt. Schön, dass Sachen schwieriger sind, aber die Leute haben halt lieber andere Sachen gemacht. Ur ist dann doch einigermaßen ausgestorben gewesen. Dazu gibt es dann jetzt noch bei Verliesen ein bisschen was zu den Belohnungen. Und zwar wird sich wahrscheinlich dieses typische Flammzitadelle Weg 1 abfarmen nicht mehr ganz so lohnen, wie es das mal getan hat. Sie wollen nämlich ein bisschen die Leute dazu bringen, dass sie sich mehr auf die unterschiedlichen Wege und auch die unterschiedlichen Wege der verschiedenen Instanzen verteilen. Bedeutet, ihr werdet pro Tag einmal pro abgeschlossenen Weg eines Dungeons eine Belohnung bekommen. Und dann, wenn ihr den nochmal geht, also eine Zusatzbelohnung mit Gold da drin. Und wenn ihr denselben Weg nochmal geht, dann werdet ihr diese Zusatzbelohnung da nicht bekommen, aber wenn ihr in einen anderen Weg geht, dann doch noch. Also wird dieses einfache sich durch Flammzitadelle buggen, wie ich das immer noch ansehe, das ist irgendwie gar nicht mehr ein richtiger Dungeon, wird dann mehr in die Richtung von, ja, mal was anderes gehen, nicht diese stupide Farm. Dann gab es auch dann zu den Handwerksmaterialien. Ich hatte vorhin schon gesagt, dass sie in diesen Kisten neue Handwerksmaterialien dazu werfen wollen. Und das spielt dann auch dazu, dass man diese Handwerksmaterialien einmal pro Tag als garantierte Belohnung für verschiedene Fähigkeiten, für verschiedene abgeschlossene Tätigkeiten bekommt. Sie haben hier eine ganze Reihe an Beispielen, zum Beispiel Erobern von Lagern, Türmen und Festen. Jeweils gibt dann Handwerksmaterialien einmal am Tag. Dann in der Living Story oder in der lebendigen Welt, wie Sie hier schreiben, auch das Töten von Weltbossen gibt dann einmal eine besondere Belohnung mit diesen neuen Handwerksmaterialien. Was mich hier an dieser Stelle ein bisschen fasziniert, und da wünschte ich ja zum Beispiel, dass sich Alex jetzt hier noch dazu gesellen könnte und mir da vielleicht ein bisschen Aufschluss geben könnte, weil ich weiß da nicht hundertprozentig weiter. Sie haben hier geschrieben, dass man entweder an einem Tag das machen kann, an einem Tag das andere, also einmal WVW, dann macht man sein Lieblingssprungrätsel, dann geht man und macht ein paar Worldbosse oder auch alles am Tag. Mir ist jetzt nicht bewusst, ob sie einfach unterschätzen oder so einschätzen, dass die Leute vielleicht nur eine Sache am Tag machen wollen oder ob die gesamten, dass man einmal ein Dungeon macht, einmal ein World, ein bisschen was im WVW oder ein Boss, ob das dann auf zum Beispiel eine größere Zeitperiode wie eine Woche begrenzt ist. Das ist mir ein bisschen unklar. So, ihr könnt das ja auch auf guildnews.de in dem Artikel mal nachlesen. Da ist halt der Satz, man kann entweder an einem Tag das machen, an einem Tag das oder alles auf einmal.
macht bei mir nicht hundertprozentig Sinn, welchem System das jetzt folgen wird. Da werden wir wahrscheinlich dann noch mal ein bisschen mehr Informationen bekommen, wenn wir dahin gehen. Dann gibt es auch noch eine Änderung zu dem Magic Find, oder heißt das echt magisches Gespür? Ich habe mir als erstes den englischen Artikel durchgelesen und lese hier gerade zum ersten Mal magisches Gespür. Das klingt mal gar nicht dämlich. Und zwar wird Magic Find auf Ausrüstung abgeschafft. Klingt erstmal so ein bisschen sehr harsch, aber es wird dann, wie man das zum Beispiel jetzt auch schon für die Erfolgspunkte hat, bekommt man accountweiten Magic Find. Einmal durch Erfolge an sich und dann kann man das auch noch mit Bufffood buffen. Aber von Accounts wird das Magic Find komplett weggenommen. Sie begründen das damit, dass sie dieses Austauschverhältnis nicht mögen, dass man sich entweder dafür entscheiden muss, will ich jetzt ein gutes Equip oder will ich anderes, besseres Equip oder anderes gutes Equip finden. Was natürlich an sich auch ein relativ dämliches Austauschverhältnis ist. Man muss, um besseres Equip zu finden, bei seinem eigenen dann auf Stats verzichten. Ist ein bisschen komisch, sie wollen das jetzt account-wide machen, also nicht mehr auf die Rüstung bezogen. Dann, es ist wirklich, meine Herren, ich bin gerade sehr stolz auf Alex, dass der das einmal komplett alleine geschmissen hat, weil man fühlt sich irgendwie so dämlich, wenn man dann nicht redet und man hat keine Zeit, irgendwie mal was zu trinken. Ja, ich habe irgendwie auch kein Magic Find auf meine Rüstung. Zugegeben, ich mache nicht so wirklich viel PvE, aber die Sachen, die man da dann damit finden würde, so richtig Magic Find, lohnt sich ja mehr in Richtung von Crafting, Materials Farm und sowas. Ich weiß gar nicht, ob das allzu sehr irgendwie auf die spezifischen Gegenstände da gerichtet ist. Mir wird gerade gesagt, hätte ich jemanden, der einspringen könnte, das wäre vielleicht an sich gar nicht so eine schlechte Idee. Ich mag das nämlich gar nicht, sowas hier alleine zu machen. Und zwar würde ich, da müsste ich vielleicht mal gucken. Wir könnten an sich auch. Ich habe eine Idee. Wir machen jetzt hier einmal kurz Pause. Und zwar haben wir ja noch den Lore-Teil. Den werden wir dann einfach mal knallhart, ohne Rücksicht darauf zu nehmen, aus dem normalen Ablauf vorziehen. Und werden den jetzt einspielen. Und dann werde ich mal gucken, ob ich Alex wieder auftreiben kann. Oder ob ich irgendwie einen Ersatz für Alex finde. Eins von beiden. Also werden wir uns jetzt mal dem Lore-Teil widmen. Ich muss da ich hier momentan keinen spezifischen Überblick dafür habe, muss ich euch jetzt leider, der Podcast beginnt in wenigen Minuten nochmal einblenden. Aber das wird euch hoffentlich nichts ausmachen. Da ich das jetzt gesagt habe, ist das ja auch, hoffe ich mal, allen klar. Erzählt das den Neueinfliegern hier dann. Dann hören wir uns jetzt direkt mal den zu Evan Nashblade, den Lore-Teil an. Der liebe Sputti hat sich da mit Nashblade an sich und auch mit der Verschwörungstheorie, die sich nahezu dazu aufgebaut hat, beschäftigt. Und ja, ziehen wir das jetzt vor. Wir werden sehen, ob ich hier gleich weiter alleine bin oder noch irgendjemand auftreiben könnte oder sogar Alex wieder auftaucht. Viel Spaß mit dem Lore-Teil. Ja, willkommen zu diesem neuen kleinen Lore-Teil hier auf Guild News, beziehungsweise hier im Podcast. Und wir werden uns heute ein wenig über Evon Schlitzklinge unterhalten und ob vielleicht Evon der Böse hinter dem ist, das Übel, das die Welt bedroht, der Untergang der Geschichte, der Untergang von Tyria. Das ist vielleicht ein bisschen überdramatisiert, aber ich habe auf Reddit eine relativ interessante Idee gefunden, die ich jetzt nochmal hier ein bisschen ausbauen möchte. Und zwar, ob Evon Schlitzklinge nicht wirklich im Hintergrund hinter dem ganzen schlimmen Ding arbeitet, die wir in letzter Zeit in der lebendigen Geschichte erlebt haben. Hinter den Ätherklingen, hinter der vorigen Allianz, hinter Kanach und sowieso hinter dem Konsortium. Zuerst mal fangen wir mit Evon Schlitzklinge an. Er leitet die Schwarzlöwenhandelsgesellschaft, beziehungsweise ist der Gründer der Schwarzlöwenhandelsgesellschaft und damit ein direkter Konkurrent des Konsortiums.
Das Konsortium hat ihrerseits im November versucht oder indirekt versucht, Löwenstein zu zerstören mit Hilfe der Kaker. Also gedacht war es so natürlich nicht, aber es wäre fast dazu gekommen. Und demnach ist das Konsortium eigentlich nicht unbedingt der beste Partner für so jemanden wie Evon Schlitzklinge. Dass ihn das davon nicht abgehalten hat, allerdings haben wir ja im Bereich Südlichtbucht oder beziehungsweise bei diesem Event Geheimnis in Südlicht gemerkt. Aber dazu kommen wir vielleicht erstmal später. Wir fangen ganz von vorne an. Flamme und Frost, die feurige Allianz. Es war ein Zusammenschluss aus Flammenlegion und Schauflern, mit dem Versuch, uns alle zu töten. Zumindest im Groben gesehen. Erstmal gingen die Anschläge nur gegen die Norn und gegen die Char. Und wenn man sich so die Richtung anguckt, aus der die Anschläge kamen und wohin sie gingen, dann erkennt man schon diese Laufrichtung Richtung Südwesten. Und Südwesten, da liegt vom Deesa-Plateau und dem Wandererhügel aus gesehen durchaus Löwenstein. Wenn wir jetzt also einfach mal so rein, das ist wirklich reine Spekulation, annehmen, dass Evon Schlitzklinge hinter dieser feurigen Allianz stecken könnte, wie würde das aussehen? Er hätte sie engagiert, er hätte sie zusammengebracht, gegeneinander aufgestachelt, also beziehungsweise miteinander arbeiten lassen, gegen uns aufgestachelt und es kamen deshalb Angriffe direkt mit dem Versuch, auf dauerhaft nach Löwenstein vorzudringen und ja, es vielleicht sogar Chaos in Löwenstein zu verursachen und den Tod einzelner Anführer in Löwenstein, also des Councils, und damit die Möglichkeit für Evon dort einen Platz einzunehmen. Das klingt jetzt noch ein bisschen sehr, sehr spekulativ, aber wir wissen, Evon ist ein Char und Char haben nun mal auch Kontakt zur Flammenlegion. Die Möglichkeit besteht also. Und er hatte vielleicht wirklich diesen Plan, dass die feurige Allianz bis nach Löwenstein vordringt, dort vereinzelte Leute tötet und dann Evon vielleicht sogar noch als strahlender Held irgendwie aus dieser ganzen Sache rausgeht. Leider jedoch haben wir natürlich diesen Plan so ein bisschen vereitelt und deshalb hat Evon nach einer neuen Möglichkeit gesucht und das boten die Flüchtlinge. Die Flüchtlinge hatten keinen Platz mehr in Löwenstein, keinen Platz mehr in der Schwarzen Zitadelle, keinen Platz mehr in Hohlbrack. Wo sollen sie hin? In Zusammenarbeit mit dem Konsortium hat er dann die Flüchtlinge in die Südlichtbucht gebracht, dem Ort, den das Konsortium ja schon mal aufgesucht hatte und den sie nicht so richtig besiedeln konnten, aber wenn Evon hinter der ganzen Sache steckt, wäre es durchaus möglich gewesen, dass halt auch das Konsortium diese Flüchtlinge bekommt und erstmal dorthin schafft. Dann hatte Evon den Plan, hey, wir können doch dann vielleicht irgendwie versuchen, mit den Kakern ebenfalls an dieses Ziel zu kommen, Löwenstein zu attackieren und vielleicht auch da sich einen Platz im Council zu verschaffen. Gleichzeitig hat er dabei Kanach getroffen. Und hat die Chance beim Schopf ergriffen und Kanach aufgestachelt oder Kanach dazu benutzt, die Kaker aufzustacheln gegen die Flüchtlinge, gegen die Leute der Löwengarde und so weiter. Vielleicht mit dem Ziel, auch einen weiteren Angriff auf Löwenstein zu provozieren. Wir wissen es nicht. Was wir jedoch wissen ist, dass die Schwarzlöwen-Handelsgesellschaft in dem Moment Südlichtvorratskisten verkauft hat und die Konsortium Erntesichel. Das heißt, hier hat die Schwarzlöwen-Handelsgesellschaft mit dem Konsortium zusammengearbeitet. Und das spricht eigentlich nicht den typischen Gedanken zweier konkurrierender Handelsgesellschaften, sondern dass das Konsortium vielleicht wirklich in irgendeiner Verbindung, irgendeine Zusammenarbeit mit der Schwarzlöwen-Handelsgesellschaft eingegangen ist. Und das würde natürlich allgemein die Schwarzlöwen-Handelsgesellschaft nochmal an einen viel wichtigeren Punkt stellen, als sie eh schon angekommen sind. Doch auch der Versuch, das Konsortium und Südlichtbucht zu nutzen, um mögliche Anschläge auf Löwenstein zu verursachen, ist schiefgegangen. Und darum hat sich Evon einen dritten Plan ausgedacht, und das war der Weg zur Inquestur. Bei der Inquestur hat er dann versucht, ebenfalls die nötigen Kopfgeldjäger zu bekommen oder beziehungsweise einen Angriff auf Löwenstein zu provozieren, eventuell mit Schmiergeld, eventuell mit Unterstützung, eventuell auch aus Versehen. Man weiß es nicht so richtig, aber es besteht halt diese Möglichkeit, dass Evon auch da mit dem Himmelspiraten gemeinsame Sache gemacht hat, um beim Drachengepolter sich dann wieder einen Platz im Council zu verschaffen. All das liegt natürlich im Bereich des Möglichen. Das sind nur Theorien, aber es würde so ein bisschen auch die allgemeine Idee, die ich habe, unterstützen, nämlich egal, was wir wählen, ob Alan oder Evan, Evan wird nicht von dem Platz dort weichen wollen und deshalb würde es vielleicht weitere Anschläge auf Alan Key geben, was für mich auch ein Grund wäre, Alan Key zu wählen. Ich möchte jetzt hier niemanden wieder auffordern, irgendeine bestimmte Richtung in dieser Wahl einzugehen. Aber wenn Alan es auf dem Platz schafft, wird Evon das nicht einfach so hinnehmen. Darum vermute ich, dass wir in diesem Zusammenhang Anschläge auf Alan Key bekommen, vielleicht auch weitere Council-Mitglieder,
vielleicht auch viele, viele weitere Dinge. Aber behaltet immer im Hinterkopf, dass diese Möglichkeit besteht, dass eventuell Evan Schlitzklinge da seine Finger mit im Spiel hatte, was vorige Allianz und Co. angeht. Man könnte natürlich jetzt auch, wenn man sehr, sehr spekulativ ist, Alan Kiel das Ganze in die Schuhe schieben, wobei ich das für ein wenig unwahrscheinlicher halte. Generell ist das natürlich nur eine wilde, lustige Theorie, aber eine Möglichkeit, wie man vielleicht an dieser ganzen Sache Evan noch zu so einem richtigen Evil-Character machen könnte, der uns dann quasi als Endboss dieses lebendigen Geschichtsteil erwartet, der ja schlussendlich kommen wird. Die Geschichte, also dieses eine Kapitel der Gesamtgeschichte, bisher, also wir haben bisher Unterkapitel zum Kapitel zur Gesamtgeschichte von Guild Wars 2. Und dieses etwas höher liegendere Oberkapitel, was wir bis jetzt haben, diese Verbindung Flammenlegion, also beziehungsweise vorige Allianz, Südlich Bucht, Drachengepolter und jetzt Bazaar, soll noch in diesem Jahr zum Ende kommen. Und dann geht's in Richtung Drachen vielleicht wieder weiter. Und darum vielleicht Evan Schlitzklinge als böser Endgegner von allem. Wer weiß. Nichtsdestotrotz machen wir jetzt an dieser Stelle hier weiter mit dem Podcast. Und wenn ihr das auf YouTube gesehen habt, denkt ans Liken und ans Abonnieren. Okay, so, moin, wieder da. Der Lordheit ist vorbei. Ich habe keinen Füller-Content mehr. Und ja, ich hatte mir gedacht, ich würde mir wohl ganz gerne hier einfach irgendjemand von euch dazu holen. Männer hatte sich gerade angeboten. Also Männer, wenn du Bock drauf hast, komm dazu. Wird auf jeden Fall besser, als wenn ich das hier alleine mache. Ich habe 3-mal in meinem Leben einen Podcast alleine gemacht und das waren die ersten 3 früher noch auf venium.eu und meiner Meinung nach sind die alle scheiße geworden, weil man einen Podcast doch zu zweit machen sollte, finde ich zumindest. Sonst wirkt das alles so einseitig. Zumindest ein bisschen Diskussionsthemen. Mit dem Gewinnspiel, ja, das wird dann auch schwierig. Weiß ich noch gar nicht, wie das dann. Naja, komm, Männer, komm ran. Du hattest dich hier als Erster irgendwie gemeldet. Nauda erinnert sich an die ersten Podcasts. Gut, dann ziehe ich ihn mal hier dazu. Moin, Männer. Hallo, hallo. Ich hoffe mal, du hast den Stream jetzt nicht gerade noch an und kriegst irgendwie einen Doppelflash. Nein, ich habe gleichzeitig ausgemacht, wie du mich reingeholt hast. Das ist eine sehr, sehr gute Idee gewesen. Ja, ich kenne das ja aus dem Gewinnspiel, aus Podcast und so weiter. Ich bin jetzt mal zu faul, noch irgendwie extra Ernie da reinzubasteln oder sowas. Aber nee. Ja, danke an dich, dass du hier so dich spontan dazu entscheidest. Das finde ich sehr, sehr nett, weil, ich weiß nicht, Podcasts allein regen mich irgendwie auf. Das ist nervig. Oh, macht bestimmt Spaß. Ja, zumindest habe ich jetzt dich da mit so ein paar Kommentaren dazu. Ja, wir hatten in der Mitte aufgehört, wir können vielleicht noch einmal sagen, ich hatte es ja gerade schon im Chat geschrieben, aber also Alex Internet ist unerklärlich weg, es ist irgendwie auf absehbare Zukunft nicht zu regeln, zumindest nicht mit Einwirkungen von ihm aus. Vielleicht so magisch, so wie Windows manchmal funktioniert, dass es sich von selbst wieder regelt oder so. Ich weiß nicht, ob er irgendwie einen Nachbar hat, bei dem er sich da einklinken könnte, aber anscheinend hat er da schon ein paar Sachen probiert und es klappt nicht. Soll ich einfach mal neu starten? Ja, ach Quatsch. Das hat er dann doch schon probiert. So, nee, aber dann haben wir Special Guest Männer heute. Hey. Sehr, sehr schön. Dann muss ich nochmal gucken, wo waren wir denn hier gerade, bevor ich dann so panisch zum Dingens gezogen habe. Wir waren bei... mit diesen speziellen Belohnungen für die Durchgänge von Verliesen und so. Ach ja, genau. Sehr, sehr schön. Oh, du hast sogar aufgepasst. Das ist, Nein, ich habe den Chat gelesen. Ach so. Okay. Ja, da waren wir, glaube ich, auch schon mit durch zum Großteil... Wir waren bei dem magischen Gespür. Genau, so, stimmt. Ja. Wo ich mich so gewundert hatte, dass es magisches Gespür hieß. Ja, genau, magisches Gespür wird abgeschafft. Da könnte ich doch direkt mal Feedback fragen. Wie siehst du das? Hast du auf deiner Rüstung Magic Find? Ich habe eine komplette Magic Find Rüstung und auch aufgestiegenen Magic Find Schmuck. Bin gespannt, was sie daraus machen. Und wozu nutzt du das dann? Wirklich Vor allem, zum Farmen, wenn man irgendwelche...
Was? Zum Farmen dann, oder? Ja, vor allem auch zum Beispiel Weltboss oder so, dann kriegt man recht häufig Exos. Ach so, so an dem Punkt, wo deine eigene Performance dann nicht allzu wichtig ist. Ja, genau, Dann wird dann sozusagen. Magic Find reingepackt. Ja, in einem Ansonsten habe ich schwierigen halt. Dungeon stelle ich mir das kompliziert vor, wenn dann alle plötzlich mit Magic Find rumlaufen. Ja, da habe ich dann meine Sorg-Rüstung. Ja, vernünftig. Ja, es ist dann die Frage, was machen Sie aus den Gegenständen, die momentan Magic Find haben? Ja, da bin ich eben gespannt draus, was sie aus meiner Rüstung machen. Sie haben mir da erwähnt, dass Sie auf jeden Fall nicht wollen, dass das, dass es halt komplett nutzlos dann ist. Es wird dann irgendwie ergänzt durch Stats, aber Ja, sie haben ja irgendwie geschrieben, dass sie dann irgendeinen Übergangszustand machen wollen und dann zu diesem Account gebunden ja, dann bin ich mal sehr gespannt für alle, die eine Magic Find Rüstung haben, was zur Hölle denn aus dem Stat wird. Wird interessant. Ja, und dann als nächstes gibt es für alle, die das craften möchten, eine sehr, sehr schöne Sache. Und zwar wird Craften auf 500 erhöht. Ja. Dann kann Hooray! man auch endlich aufgestiegene Ausrüstung durch Craften herstellen. Genau. Und auch nicht nur das, sondern also diese aufgestiegenen Rüstungen, die werden dann ja mit den neuen Materialien hergestellt, die man einmal durch in dieser einmal Boss-Truhe bekommt und dann durch die spezifischen Aufgaben, die man bewältigen kann, wo ich auch noch sehr gespannt drauf bin, wie sich das dann regeln wird. Ebenso. Und dann wird dazu aber noch kommen, aus einer Kombination mit sehr vielen Materialien und den neuen Materialien, wird man sich dann auch endlich irgendwann Precursor basteln können. Echt? Haben Sie das so exakt gesagt? Ja, hattest du das gelesen und was anderes da rausgefunden? Also ich habe daraus gelesen, dass Sie das vereinfachen wollen, aber nicht, dass man die craften kann. Warte, das kann ich ja direkt nochmal probieren nachzugucken. Details hier zu preisgeben, sei an dieser Stelle gesagt, dass es einen besonderen Weg für euch geben wird, die Precursor zu legendären Gegenständen herzustellen. Okay, ja gut, das klingt Also sehr danach. herstellen habe ich so als Keyword aus dem Satz genommen. Klingt auch sehr logisch. Ja, es war halt, bisher war das ja komplett luckabhängig, wenn ich das richtig sehe. Ich habe nie irgendwie Ja. einen bekommen und auch nie Aufwand dahin betrieben, mir einen Nee, Legendary zu basteln. Precursor sind vor allem dadurch im Umlauf als Spieler am Anfang sehr schnell auf die Flammenzitadelle gekommen sind. Mit Flammenzitadelle Weg 1, die dann durchgefarmt haben und dann hatten die plötzlich Precursor ohne Ende. Ach, war am Anfang da irgendwie eine Sache nicht ganz richtig? Ja, da hat man irgendwie relativ oft da was gefunden von den Champions und Bossen und so weiter. Und da hatten die dann massig Precursor irgendwo rumliegen. Da hatte, ich weiß nicht, da gab es ja auch diesen einen Spieler irgendwie, der diesen Fehler hatte da. Ich weiß nicht, ob du das Ja, mitgekriegt hast. der Luck-Account. Ja, genau. Da hat mir, glaube ich, auch im Podcast mal drüber geredet. Da hat Arena zugegeben, dass ein spezifischer Account wirklich die Drop-Chance um, ich keine Ahnung wie viel, aber um einiges höher Um hatte als alle 200 anderen. oder so. Um Um zwei. 200. Also, ja, und der hat dann wirklich richtig krass welche bekommen. Da gab es dann natürlich die ganzen Leute in den Foren, die meinten, oh, ich habe so viel Glück, ich habe auch so einen Account davon. Was aber dann mehr alles Glück war. Und nicht wirklich dann so eine Ansammlung von Luck-Accounts. Aber einen gibt es Genau, Damio spätätig schreibt als es Fall. gerade am Antriss. 21 Cursor Ah, hat ja. er. Und dann gibt es ja auch noch dieses mit, war das Exotics in die Schmiede schmeißen, wo man dann eine Chance drauf hat? Ja, genau. Genau, Da das kann auch man auch noch. Precursor kriegen. Aber das ist halt erstmal vier Exos kriegen. Ja. Auch nicht ganz so einfach. Genau. Ah, genau. Und zu den Ascended Gear nochmal. Da war es, wenn ich, ach Gott, ich habe mir meine ganzen Markierungen im englischen Teil gemacht und lese jetzt aus dem, Deutschen. probiere aus dem Deutschen was rauszufinden. Es war da, meine ich, irgendwo davon die Rede, dass das auf einen Gegenstand am Tag beschränkt ist, Ja, genau, stimmt. um die Da kann man Sachen nur einen rauszuholen. Gegenstand davon herstellen, immer die Quota. Genau, nee, genau, es waren Materialien, die man sich noch weiter craften musste.
wo man davon dann auf ein gegen auf eine Materialie, eine sozusagen Next-Tier-Material, was aus anderen verschiedenen Materialien besteht, darauf genau, wird man auf ein beschränkt. Das ist dann sowas ähnliches, an alle, die WoW gespielt haben, ist dann sowas ähnliches wie da die Dinger, die man irgendwie als Schneider konnte man dann einmal so ein, boah, ich weiß gar nicht mehr, wie die Dinger hießen, aber da gab es auch sowas. Ich habe nie WoW gespielt. GW1? Ja, GW1 habe ich durchgesucht. Ah, so einer wie Alex. Weiß nicht. Ja, also bloß nicht so lore-spezifisch habe ich das nicht gemacht. Ja, so lore-spezifisch wie Alex haben das wenige gemacht. Nauder vielleicht noch. Naja, aber in WoW gab es auf jeden Fall so ein Ding. Da konnte man halt täglich, ich glaube, 3 davon herstellen, war dann so begrenzt. Und dadurch haben sie hier auch geschrieben, wollen sie das so ein bisschen in Schach halten, dass der Preis nicht ins Bodenlose schießt. Dass da einfach irgendwelche Leute wie die Bekloppten farmen und alles zusammencraften und was auch immer. Wobei das halt schon eingeschränkt ist durch dieses, dass man Gegenstände nur einmal pro Tag kriegen kann. Ja, stimmt eigentlich. Ist dann so eine doppelte Einschränkung. Aber nicht, dass man das wenn viele Leute das ja dann verkaufen, dass man dann ganz viele von diesen Gegenständen kauft, weitercraftet und dann viele von den höherwertigen Gegenständen hat. Ach so. Das ist dann nicht passiert. Oh, das also vermute ich jetzt mal. Ja, nee, macht Sinn. Das ist dann Behinderung auf mehreren Levels. Dass es halt so schleichend vorangeht. So, und ich weiß nicht, inwieweit du dich damit auseinandergesetzt hattest, aber du könntest mir möglicherweise den Arsch retten, weil ich das Word of the Word für Sputti übergelassen habe. Hast du dich da mit auseinandergesetzt? Kurz überfliegen. Das ich hab's mir durchgelesen, ja, aber. Traust du es dir zu, dass du so ganz kurz zusammenfassen, was da drin stand? Ich habe das nämlich nicht mal annähernd angeguckt. Normalerweise, World of World interessiere ich mich halt gar nicht für. Ich habe schon mein PvP. Da scheinen sie auch nicht allzu viel zu sagen. Da scheinen sie dann vor allem aufs PvP einzugehen. Also, das ist so ein Mini-Blog WVW irgendwie. Also, da stand nicht unbedingt allzu viel was drin. Oh, doch, also, in seinem Blog hat er anscheinend was geschrieben. Ja. Sagen wir mal so, da wir beide jetzt davon keine Ahnung haben, müssen sich die WVW-Fans leider hier, Old Europe schreibt gerade, war nichts Großartiges, vertraue ich mal. Ich habe keine Ahnung vom WVW, dafür wäre der Sputti da. Männer anscheinend nicht allzu große Ahnung vom WVW, ähnlich wie ich. Überspringen wir das mal und tun euch unser schnelles, panisches Durchlesen davon nicht an, weil das könnt ihr dann ja auch nochmal selber. Aber im PvP, da gab es jetzt letztendlich auch nicht so großartige Sachen. Sie haben nur einmal so ein bisschen sich selbst gefeiert, dass sie jetzt mit den selbst erstellten Arenen natürlich einen guten Schritt in Richtung E-Sport gemacht haben und mit dem Spectator-Modus natürlich noch. Und sie haben halt generell gesagt, sie wollen weiter daran arbeiten, die PvP-Community zum Wachsen zu bringen. Und dann auch noch... Wobei ich aber sagen muss, dass dieses Spectaten, dass das eigentlich Standard ist, meiner Meinung nach. Also, dass das sich schon irgendwie gehört. Also, dass man... Klar. Es gehört sich dazu. Es hat halt nur ein bisschen gedauert, bis es reinkam. Meiner Meinung nach auch zu lange. Das habe ich ja immer eigentlich gepredigt. Es ist auch meiner Meinung nach wie sagt man da? Ja, dass die PvP-Community so klein ist, dass zu Beginn alles ein wenig unübersichtlich und unpraktisch war. Also, dass man nicht ganz verstanden hat, was da los ist. Dass die Leute dann auch ein wenig uninteressierter waren, dann halt irgendwie ins PvE abgedriftet sind. Und dass dann halt die ganzen Neuerungen die Leute gar nicht so interessiert haben. Ja, es ist teilweise so der Fehler, den sie da gemacht haben, ist, dass sie gerade beim PvP die ursprüngliche Hype-Welle nicht mitreiten konnten. Dadurch, dass diese essentiellen Sachen von dem Spectator-Mode und die Custom Arenas letztendlich auch sind auch essentiell, haben sie am Anfang nicht gehabt und dadurch... Ja, hatten sie dann diesen Hype nicht, den sie mitnehmen konnten. Und als das dann letztendlich kam, waren halt schon einige Leute, die sich da mehr erhofft hatten, weg und haben auch nicht wirklich wieder einen zweiten Blick daran verschwendet. Also da haben sie schon ein bisschen was dran verspielt. Aber ich denke mal, jetzt gehen sie wirklich in die richtige Richtung damit.
eine Sache, die sie hier geschrieben haben, was, glaube ich, auch sehr gut an den Anfang gehört hätte, ist eine bessere Belohnungsstruktur im PvP. Sie haben auch das hat mich auch etwas gestört, dass man irgendwie das Gefühl hat, man spielt ewig und dann kriegt man so eine klitzekleine Belohnung, die aber irgendwie auch nicht wirklich was bringt. Ja, es ist halt dieses, ja, schön, man kriegt eine neue Ausrüstung und das ist natürlich auch was, was man will. Aber letztendlich, ich zum Beispiel habe momentan eine Ausrüstung, die mir sehr gefällt. Die wird mir auf Dauer auch dann wahrscheinlich langweilig, aber ich bin jetzt nicht, ich habe jetzt nicht den inneren Ansporn, unbedingt im Rang zu steigen, um die neue Ausrüstung zu bekommen. So wichtig ist mir das nicht dafür, wie lange das dauert. Und aber einen ersten guten Schritt haben sie eigentlich schon mit diesen Erfolgsdrohnen da, also was man dann bei 100, 500 und so weiter gekriegt hat, haben sie in den Erfolgsdrohnen ein paar schöne PvP-Waffenskins beigelegt. Und ich denke mal schon, dass das ganz gut war. Ich habe dann mir das so gedacht, jetzt hast du schöne Waffen, weil am Anfang hatte man ja nur so irgendwas Langweiliges, so Standardschwert und Standarddolch und was weiß ich. Die alle recht langweilig aussahen. Aber jetzt hat man halt so ein paar schöne Waffen, wo man sich so denkt, jetzt kann ich auch mal ins PvP gehen. Jetzt fällt es nicht so auf, dass ich nur so ein Neuling bin, außer vielleicht am Rang. Aber so prinzipiell einen guten Einstieg gemacht haben sie da schon einen. Ja. Ja, also ich zum Beispiel habe die Molten Weapons und mit dem bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ich hätte immer noch unglaublich gern eigentlich die Steampunk-Pistole. Aber naja, auf jeden Fall. Ich hätte ja am liebsten diesen Degen, den Mai da gehabt hat. Den fand ich wunderschön. Ach ja. Ja, der stimmt, der wäre auch nicht schlecht gewesen. Das bockt aber bestimmt. Ich glaube, es gibt so einen ähnlichen, gibt es schon. Echt? Also ich habe sowas bis jetzt noch nicht gesehen und ich kenne das Guild Wars Wiki ziemlich gut. Du kennst, lernst du das Guild Wars Wiki aus? Auswendig? So wie das Guild Wars 1 Wiki habe ich auswendig gelernt und jetzt fange ich an mit dem Guild Wars 2 Wiki. Das war noch nicht ganz vollständig. Gute Investition von Zeit. Naja, aber das kann dir vielleicht in dem ein oder anderen Quiz hier auf geeknews.de behilflich sein. Das ist ja schon durchaus des Öfteren. Ja, gut. Dann aber neben so ein bisschen Belohnung und so, das ist ja eigentlich eine relativ kleine Sache. Eine Sache, die Sie angesprochen haben, die eigentlich unglaublich wichtig ist, die bei der ich einfach nicht verstehe. Das ist wirklich teilweise noch härter als Spectator-Mode. Okay, da mussten Sie dran arbeiten. Aber sie haben endlich geschrieben, ja, sie wollen einzelne Leaderboards und auch das generell trennen, Solo-Queue und wirkliche Teams im PvP. Meine Herren, endlich. Damit habe ich mich jetzt nicht so auseinandergesetzt, weil es ist so professionell frustrierend, leider nicht gegen andere Teams zu spielen, wenn man in einer Solo-Queue ist. Es macht halt überhaupt keinen Sinn. Das andere Team kann so schlecht sein, wie sie wollen. Kollektiv abgesprochen im Teamspeak kann man nahezu jeden, der Solo-Queue sich mit den anderen nicht richtig absprechen kann, fertig machen. Und das war irgendwie meiner Meinung nach ziemlich sinnlos, dass das in derselben Kategorie war. So professionell spiele ich leider nicht PvP. So professionell ist es da jetzt noch nicht. Aber naja, also, was ich dabei auch noch gerne wissen würde, ist, wie das dann geregelt wird mit Duo-Queue zum Beispiel. Duo-Queue ist ja eigentlich auch relativ beliebt, was letztendlich queued man dann ja eigentlich normal in ein Team rein und nicht über den Solo-Queue-Button. Bin ich auch noch gespannt, ob sie das dann zu den Teams mit reinpacken. An sich würde ich denen glatt empfehlen, dass Solo- und Duo-Queue halt zusammengepackt wird. Dann haben sie einmal mehr Leute und dann wird höchstwahrscheinlich eigentlich mindestens ein Duo-Queue-Team in einem so einem Team drin sein. Das heißt, man hat zwei abgesprochene Leute, die dann was machen können. Aber immer halt noch lange kein ganzes Team. Das würde ich ganz gut finden. Sie haben hier nur von Solo-Rated Play und Team-Rated geredet. Da bin ich noch gespannt. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, dass sie geschrieben haben, das wollen sie ändern. Sehr, sehr guter Move. Das klingt schon logisch, aber hast du recht, das würde ich Duo-Queue würde ich auch zu Solo-Queue reintun, weil die Masse
die du Pio spielt, ist nicht jetzt. Ist jetzt nicht so groß, aber es sind halt doch vereinzelt welche da, die halt bald spielen. Und ja, das sind schon relativ viele. Vor allem in Streams ist das immer. Eigentlich nahezu immer. Da gibt es selten wirklich Solo-Cure. Die holen sich meist noch einen dazu. Das ist aber auch meist einfach da ein Stream halt unterhaltsamer ist, wenn man jemanden zum Reden hat. Wollte ich auch gerade sagen. Wie zum Beispiel hier auch wieder bewiesen ist. Zu zweit macht es einfach mehr Spaß. Genau. Und dann eine Sache noch zum guten Schluss hier in Sachen PvP-Ankündigung. Haben die meisten wahrscheinlich schon mitbekommen. Es wird jetzt was war das? 31. August, glaube ich. War das der 31? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es der 31. August war. Wird das Worldwide Invitational stattfinden. Und sie haben hier auch schon mal auf der PAX, PAX Prime war das, glaube ich. Ja, PAX Prime. Und sie haben hier jetzt nochmal angekündigt, dass es das jährlich geben wird. Also jedes Jahr einmal PvP Championship auf der PAX. Oh, das klingt cool. Das erinnert mich an die Turniere aus GW1. Wobei man von den Turnieren in GW1 nicht so viel mitgekriegt hat, was ich sehr schade fand. Echt? Ja, also ich zumindest als Casual-Player, beziehungsweise nicht Casual, aber Suchti, im PvE, wenn man das ganz normal gespielt hat, man hat nichts davon mitgekriegt. Das stand immer so irgendwie ab und zu in den News drin. Ja, es war jetzt wieder ein Turnier, aber es wurde halt nie so richtig angekündigt. Das hat mir irgendwie so... Fand ich irgendwie schade. Man hat irgendwie dann im großen Tempel des Baldassars, hast du GW1 gespielt? Nö. Ich habe mich da nur einmal von Alex durchschleifen lassen, aber auch nicht allzu viel mitbekommen. Der labert und labert und irgendwie wird das dann zu so einem monotonen Geräusch im Hintergrund. hoffentlich sieht ihr den Stream mit. Auf jeden Fall, es gab den großen Tempel des Baldassars, das ist sowas wie das Herz der Nebel in GW2. Und da stand immer so eine Trophäe rum. Die Turniere 2012. Und wenn du die angeklickt hast, standen halt ein paar Namen da. Ja. Und stimmt. Ich habe mich danach irgendwann gegen Ende von GW1 wegen damit beschäftigt, habe mir die Turniere angeguckt, aber wenn du nicht nachgeforscht hast du davon nichts mitgekriegt. Ja. Es gibt ja auch die, momentan im Nebel gibt es eine kleine Wand, wo irgendwie die Option ist, dass man irgendeine Rangliste angucken kann, aber zumindest als ich das letzte Mal drauf geguckt habe, stand da noch nichts. Ich weiß nicht, ob da irgendwie die Online-Liste eingefügt wird, aber das ist dann sowas Ähnliches, denke ich mal. Vielleicht werden da dann auch die Sieger des Worldwide Invitationals da aufgeschrieben. Das wäre lustig, das in-game nochmal zu haben. Auf jeden Fall freue ich mich auf das Worldwide Invitational. Ja, ich mich auch. Das klingt durchaus interessant. Ja, da wird es ja $10,000 Preisgeld wird es vergeben. Ja. Das ist, und auch sehr gespannt, es gab da teilweise so eine Diskussion drüber, wie sich die einzelnen Spieler dann vom Online-Play dann zum LAN-Play da umgewöhnen werden, weil dann ja der Lag so ziemlich komplett wegfällt, den man teilweise dann doch hat und wo man sich dann eigentlich dran gewöhnt. Also wird es alles doch ein bisschen was anderes. Das wird doch sehr interessant. Es ist bestimmt anders, aber dadurch werden die Turniere bestimmt einfach nur professioneller. Ich hoffe es zumindest. Ja, definitiv. Ist ja mit nahezu allen großen E-Sport-Turnieren die richtigen werden dann vor Ort ausgetragen. Ja. Finde ich auch gut so. Ja. Und dann als letztes Thema da noch gab es dann das... Darf ich noch kurz was einwerfen? Achso, ja. Klar. Und zwar, weil wir ja vorhin bei den Precursors und der legendären Ausrüstung waren. Sie haben jetzt auch einen kleinen Anstoß gegeben, also es steht jetzt nichts explizit drin, aber sie haben zumindest so gesagt, ja, wir wollen erwähnen die legendäre Ausrüstung, damit sich das, also ich habe das jetzt einfach nur so rausgelesen, ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ist. Ja. Dass man die Sets verschieden einfach verändern kann außerhalb des Kampfes. Die was verändern kann? Ich glaube, du hast da gelernt. Die Stats, also zum Beispiel Kraftfähigkeit, Vitalität und so weiter. Ja, stimmt. Dass man die einfach beliebig auseinander vertauschen kann. Ja, genau. Das soll dann, da stand glaube ich auch drin, dass Legendary und Ascended letztendlich dann stat-technisch auf einem Stand sein soll. Aber
der Vorteil von den Legendaries dann kommt, dass man, sobald man aus dem Kampf ist, kann man die Stats da drin sozusagen von einmal kumulierter Menge an Stats, kann man dann verteilen auf die einzelnen Attribute, die man will. Genau. Das war noch drin. Oh, gut, dass du da noch drauf gekommen bist. Das Ja, das habe fand ich ich vergessen. unglaublich interessant. Es erinnert mich nämlich an die Sachen, die man in G1 mit den Helden hatte, erwähnt. Ja, also momentan, ich habe sowas halt noch nie gemacht. PvE ist nicht unbedingt mein Ich hab's schon Metier. gesehen im Schlag den Chronic. Aber und momentan steht hier halt, dass man dann nicht mehr transmutieren muss. Genau, weil das war immer das Blöde. Man musste immer einen Ja. Transmutationskristall benutzen, um Legendaries, also ich habe jetzt selber keine, aber dass man dann Legendaries dann immer umtransformieren musste und das war irgendwie, hat den Leuten nicht gefallen. Und ich schätze mal, das ist eine ganz gute Lösung. Ja, das wirkt interessant. Bin ich mal gespannt, Und es wie. gibt auch irgendwie einen Anreiz, sich eine Legendary zu holen, weil das ist irgendwie ziemlich cool, diese Sachen einfach verändern zu können. Ja. Neben dem, ja, neben einfach dem coolen Aussehen, was die halt zugegeben haben, ist Ja, das schon ein gut. Ansporn, dann einfach da ein bisschen rumschieben zu können. Aber ich bin ziemlich überzeugt davon, dass sich da für jegliche Klassen und Builds da sehr, sehr schnell die Optimum-Sachen. Theorie craften lassen Ja, oder natürlich, aber Theory wenn du jetzt crafted zum werden. Beispiel, wenn du jetzt was anderes spielen willst, dann musst du nicht extra umtransformieren. Ja, das ist doch Kannst du sehr cool. einfach fix die Waffe einfach umstellen und dann. Das ist eine sehr interessante Sache. Finde ich unglaublich cool. Coole Mechanik, ja. Dann gab es noch einmal ganz zum Schluss haben sie dann so ein bisschen da so zusammengefasst und so und einmal noch angemerkt, dass momentan jetzt die ersten oder schon ein bisschen länger her die ersten eingeschränkten Beta-Tests in China waren und sie dadurch halt im Laufe der Zeit ihren Markt ein bisschen ausweitern wollen. Zusammen mit Kongzong, das ist glaube ich deren Publisher da, wird dann GW2 noch in China veröffentlicht. Ich weiß gar nicht, ob dass es hier drin steht, dann bedeutet, dass das in diesem Jahr noch geschehen wird. Müsste dann ja eigentlich, ne? Eigentlich schon, ja. Weil da das viel mehr steht ja dann unten drunter. Also sprich, Ja. das kommt dann wahrscheinlich noch. Haben sich da noch mal selbst einen kleinen bisschen auf die Schulter geklopft, gesagt, hey, 3 Millionen Kopien bisher verkauft. Ist ja auch eine Muss Leistung, man ja also. auch mal, ja. Genau, gut. Und ja, das war dann, unten wurde dann nochmal ganz kurz erwähnt, ja, bald kommt das LFG-Tool, aber auch nicht mit irgendeinem Zeitrahmen. Das war es dann Und zum. Sie haben halt noch gesagt, dass sie aus dem ein Living World Team halt dann die vier Living World Teams gemacht haben. Ja, das hatte ich ganz am Was Anfang. ich durchaus human finde. Das stand ganz am Anfang schon. Echt? Ja. Oh, ich dachte, das ist schon am Ende. Ganz am Anfang in dem Kram über die Living World. Ich würde dann einmal ganz kurz, gebt mir eine Sekunde, das wird hier bei mir so dunkel momentan. Ich mache mal kurz das Licht an. Sofort wieder da. Du. Ich unterhalte den Stream. Was ich eigentlich nicht tue. So, jetzt kann man auch wieder sehen, was bei mir abgeht. Gut, dann gehen wir weiter in der Planung hier. Und zwar kommen wir jetzt zu der mörderischen Politik, da wo der liebe Alex, der jetzt so einen glorreichen Abgang gemacht hat. Oh, da wird er sich in den Arsch beißen, dass er da jetzt nicht mitreden kann. So ziemlich alle seine Lieblingsthemen. Ich hatte ihn gerade angerufen, als ich den Lord halt dann rausgehauen hatte. Und hatte ihn dann halt gefragt, so, ja, was los? Und dann hat er auch gesagt, verdammt, in diesem Podcast waren gerade so viele Themen, über die ich unglaublich gern geredet hätte. Die ganzen Sachen für das nächste halbe Jahr, da kann man drüber reden und bla und blub und mörderische Politik und seine Liebesstory mit Alan und all so ein Kram. Oh, soll ich die fortführen? Ja. Hast du auch eine Liebesstory mit Alan? Ach, nicht unbedingt, nein. Für wen? Ja, also wir können vielleicht mal ganz groben Überblick machen. Also mörderische Politik, das ist so der schöne Titel, der dazu gegeben wurde. Und zwar wird man dann, ich glaube, das hatten wir auch schon im letzten Podcast erwähnt, ne? Bin ich mir gar nicht, doch, das war Ja, da, doch, glaube ich, das schon haben raus. wir, das hatten wir Ja, erwähnt, ja. kann man dann zwischen Alan Keel und Evan Nashblade wählen? Da werden dann, ja, alle Leute wählen. Ich denke mal, das wird dann in-game ablaufen, ne? Gab es da schon was dazu?
Nicht irgendwie Also auf in-game Facebook habe oder ich jetzt so? noch nichts gesehen, aber es steht vor allem drin, dass halt diese ganzen Sachen ab 23. Juli erst starten, also erst in 5 Tagen. Ja, aber ab dann startet das, aber ich weiß gar nicht, ob es dann in-game gevotet wird oder irgendwie über Social Media oder so ein Kram geht. Es gibt ja dann diese Minigames, sag ich jetzt mal, in diese Arenen. Ich vermute mal, dass sie das über das machen, je nachdem, wer halt irgendwie stärker halt vorankommt oder wer halt mehr unterstützt wird. So. Weil dass man dann sozusagen so kleine Gegenstände kriegt, also die kann man dann abgeben. Und dass man dann halt da dann so sagt, ja, Alan Kiel wurde mit 250.000 Gegenständen unterstützt und er wurde nur mit 200.000, dann hat Alan gewonnen. Also so stelle ich mir das vor. Ich weiß nicht, wie das wirklich Ja. abläuft. Hattest du dich da das durchgelesen, weil dann könntest du gern kurz damit anfangen und da ein bisschen drauf eingehen, was da jetzt wirklich abgehen wird in den kommenden Tagen. Ja, ich habe es ja durchgelesen, aber ich habe mich nicht so aktiv damit beschäftigt. Es sagt halt, dass man so Unterstützungsmarken und Münzen kriegt, mit denen man den Leuten die Leute unterstützen kann in 3 verschiedenen Sachen: im südlichen Überlebenskampf, in der Aspektarena und in den Kandidatenprüfungen. Der südliche Überlebenskampf ist, ich weiß nicht, ob die Leute Tribute von Panem, Schrägstrich, der Hunger Games gelesen haben. Hast du es gelesen? Ich habe es nicht gelesen, aber das ist ja relativ bekannt und gab es ja auch einen Film dazu, ne? Irgendwie. Und es gab ja das System von diesem Südlicht-Überlebenskampf, gab es ja auch schon in der Beta. Als Oh, Beta-Wochenend, ich hab die Beta leider nicht gespielt, muss ich sagen. als Beta-Wochenend-Abschluss-Event hatten wir das. Und zwar haben wir dann alle, glaube ich, was war das? Also auf jeden Fall hatten alle dann die Abilities bekommen. Ich meine, man hatte so ein komisches Gewehr. Und man lief dann halt rum, hätte sich dann auch vor anderen verstecken können, aber das eigene Leben tickte halt so nach und nach runter. Und ja, letztendlich ging das dann so, Überlebenskampf sagt es eigentlich schon. Man kann halt rumlaufen und Vorräte einsammeln, um dann wieder sein Leben hochzurecken, was dann so ziemlich das Verstecken in irgendeinem Busch und komplett aus allem raushalten Ja, ignoriert. genau, und das ist eben genau dieser Hunger Games Aspekt. Geht halt drum, man muss überleben und versuchen die anderen entweder also sich auszuhungern, ihnen die Vorräte wegzuschnappen oder eben einfach umzubringen. Und es ist dann halt, man bekommt dafür Karma und Münzen und vielleicht auch einen exklusiven Rückengegenstand angeblich. Also steht zumindest drin. Ja. Ich finde es schade, dass er dann eben dieses System mit den, weil ich fand dieses System mit den Flatterfortuna ist echt cool, auch wenn die Gegenstände, die man dafür gekriegt hat, nicht unbedingt die besten waren. Aber Mit dem was? die Glücksschnipsel da, was man jetzt beim Bazar gekriegt hat. Aha, ich habe mich da Im überhaupt PvP. nicht mit beschäftigt. Ich weiß gar nicht, Okay, was da. man hat eben ab und zu so ein kleines Item gekriegt, anstatt eben diesen großen Tickets für zum Beispiel einen Jadewaffendrache oder sowas. Jadedrachenwaffe. Egal. Hat man so kleine Schnipsel gekriegt eben. Und wenn man 250 von diesen Schnipseln hatte, konnte man sich dafür einen Gegenstand holen. Oder man hatte das Glück und hat einen goldenen Glücksschnipsel gekriegt und konnte sich dafür direkt was holen. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Und hier ist es halt wieder durch dieses Direkte. Man kriegt also nicht diese kleinen Gegenstände, sondern man kriegt entweder du hast oder hast es nicht. Ach so, ja. Und wie gesagt, dieses südliche Okay, Überlebenskampf, das klingt. das ist dann so ein bisschen der Trost, dass man es sich auf Dauer dann doch holen kann, wenn einem das Glück untersagt wird. Ja, genau. Und es gab dann eben auch diese Flatterfortunas im Handelsshop zu kaufen, wer keine Lust hatte zu farmen. Eben dieses südliche Überlebenskampf ist dann eben dieses Hunger Games. Die Aspektarena ist dann. Es ist halt noch Wasser hatte 4 Winde noch, scheinbar. Ich habe zumindest das Gefühl. Und zwar, es geht drum, man hat drei Ja. Teams, man darf sich für eins davon entscheiden. Und versucht Kristalle zu sammeln. Und je nachdem, welchem Team man sich angeschlossen hat, kriegt man verschiedene Fertigkeiten, mit denen man sich bewegen und kämpfen kann. Also man kommt dann wahrscheinlich dann so ähnlich. Ich weiß nicht, hast du das gemacht mit Passade 4 Winde oder Ja, was? habe ich. Ja, Da kriegt man ja diese verschiedenen Fertigkeiten. dieses Sonne, Wind und Blitz, das lässt doch relativ klar auf den Basar der vier Winde schließen.
Ja, und dann kriegt man wahrscheinlich diese verschiedenen Fertigkeiten, also wahrscheinlich sehr schnell und sehr hoch springen oder sehr genau springen. Genau. Und halt vermutlich solche Sachen. Und da kriegt man dann anscheinend auch irgendeinen Rügengegenstand und Karma und Münzen halt. Das finde ich auch gut. Man kriegt anscheinend Karma und Münzen, also sprich, man wird auch dafür belohnt, dass man spielt. Nicht so wie bei Drachenball. Gab es ja nur irgendwie die Erfolge und eigentlich sonst nichts. Und zwei Kritze. Genau. Gab's Die auch noch. allerdings ja mittlerweile auf 4 Kupfer pro Stück gesunken ist. Echt 4? Ich dachte, ich hätte meine letztes noch für 8 verkauft. Oder so. Ich weiß es nicht. Ja, hier, so und so ist es nicht viel. Ich habe meine für 1 Silber pro Stück verkauft, also. Ui. Ja, ganz am Anfang halt. Gute Idee Und. wahrscheinlich. Ich Ja, hatte wird. gerade mit den Sachen, die dann. Das hatte ich mir eigentlich auch gedacht. Ich habe mir mit Raffi zusammen eine Casmir geholt. Und dann haben wir uns jeder auch noch einige von den kleineren Minipads einmal dem, ach Gott, wie ist denn, Farin und den komischen Windreiter, nee, Dingensreiter, irgend so ein Reiterviech, als Minipad geholt. Und die sind halt nicht mehr Den verfügbar. Himmelritter oder was ist es? War der Himmelsreiter? Ich dachte, das wäre irgendwas anderes gewesen. Naja, Ich weiß nicht, ich kenne nur die aus den Drachenkisten. auf jeden Fall hatten wir uns davon dann welche geholt und so zu. Ah, Riftreiter, genau, danke. Ach, die Riffreiter, ja. Und hatten darauf halt spekuliert, dass nachdem die nicht mehr erhältlich sind, dass dann der Preis steigen wird. Oh. Wir haben den für Kasmir zum Beispiel für 24 Gold gekauft und die sie jetzt einen Monat oder so, nachdem die nicht mehr erhältlich ist, oder noch länger inzwischen schon, glaube ich, ist sie nur noch 15 wert. Da Eben. versagen irgendwie gerade die grundsätzlichen Prinzipien der Ökonomie. Ich habe keine Ahnung, was da Ja, los das ist. liegt daran, dass es einfach einige Farmer gibt, die halt solche Sachen in riesigen Massen haben und somit den Markt sozusagen ein wenig überschwemmt haben. Ja, aber so lange, wann geht denn denen das mal aus? Vermute mal, dass der Preis irgendwann nach einem halben Jahr oder so steigen wird, weil es ist Ja. einfach so eine riesige Also Masse da. ich werde Jeder, es der. definitiv nicht verkaufen, bevor das nicht gut was wert ist. Irgendwann wird das steigen und auch wenn ich ein alter Mann bin, wenn das geschieht. Nee, aber ich vermute mal einfach, dass es liegt einfach daran, dass die Leute, die sich so ein Minipad haben wollten, dass sie sich das mittlerweile bereits geholt haben. Und deswegen die Leute, die jetzt die haben, um sie zu verkaufen, sind immer loskriegen, weil einfach keiner mehr die haben will. Keiner mehr die haben will. Naja, man möchte meinen, Beziehungsweise die. halt wenig Eigentlich habe Leute. ich immer die Erfahrung gehabt, dass die Geilheit des Internets nahezu unbegrenzbar ist und so eine Mini-Kasmir. Naja, irgendwann wird das steigen und dann mache ich meine fette Kohle. Man muss nur Geduld haben. Naja, und dann haben wir Die noch die Kandidatenprüfungen noch. Kandidatenprüfung. Genau. Willst du da noch Und was sagen? das scheint mir so eine Art, ich weiß nicht, wie es dann aussieht, aber ich kann mir es gut vorstellen, wie halt so ein kleines Lager und riesige Angriffswellen von Monstern, beziehungsweise Aetherking-Piraten, die halt angreifen und man muss möglichst viele abwehren, um möglichst viele Belohnungen zu kriegen. Also, es scheint recht simpel zu sein. Genau. Ja, und Und es dadurch. heißt auch, man kann eine ätherisierte Waffe bekommen. Ich weiß nicht, Oha. ob das jetzt eine neue Waffe ist oder eine alte Waffe. Das sind doch eigentlich die, die man jetzt schon durch die Belohnung bekommen hat, oder? Ich weiß es eben nicht genau, weil ich solche Sachen nicht gehabt habe. Naja. Ich weiß nicht, ob das zum Beispiel dieses Schwert von Maitrin ist oder sowas. Ich vermute mal schon, dass das diese Cyberpunk-Waffen sind, oder? Die. Ja. Aber Genau, kann das, man die was nicht man schon das. bekommen? Die konnte man schon bekommen. Die sind, glaube ich, schon Ja. wieder weg. Mit Ja, den okay. Ätherklingen. Ja, dann hat man da nochmal eine Chance drauf. Dann muss ich das, glaube ich, auch nochmal machen. Genau. Vielleicht bekomme ich da noch was. Und dann Ja, stellen sie und halt. da muss man dann halt unterstützen, wen man von den beiden unterstützen will. Und ich weiß nicht, vielleicht könnten wir da auch mal ganz kurz. Ja, das könnte man eigentlich gerade machen. Videos, die dazu kurz einblenden. Lass mich Kannst du die mal machen. ganz kurz hier raussuchen. Ansonsten hätte ich halt jetzt kurz vorgestellt, was sie anbieten. Ja, das können wir auch mal, aber die Videos sind, glaube ich, schon mal ganz lustig. Wir fangen mal an. Okay, reden wir kurz darüber. Evon Schlitzklinge oder Nashblade. Ich nenne ihn Schitzkling, weil ich ihn als Deutsche kenne. Okay, ja. Evon Nashblade, was bietet er denn sozusagen, um unsere Stimmen zu kaufen?
Er bietet die Schwarzlöwenschlüssel an, weil er eben Leiter der Schwarzlöwenhandelsgesellschaft ist, dass die dann billiger werden. Er will ein spezielles Fraktal anbieten. Vermutlich irgendein, entweder ein, ich weiß nicht, ob es ein altes oder neues Fraktal ist, dann müsste es den Sputti fragen. Sturz von Abaddon steht Ja, hier. eben Sturz von Abaddon, ich weiß nicht. Das war das nicht. Ne, warte mal. Abaddon ist So, sollte eine. nicht ursprünglich einer von denen das Schmelztiegel-Ding Ja, eben, das habe ich eben auch gedacht, da aber das. reinbringen? Was hat Eigentlich das dann? sollte die eben die Auswahl stehen, ob dann eben die. Ja. Das, wie heißt es? Flamme und Frost, dieses Manufaktur oder sowas. Ach, Dass einer die Manufaktur Waffenmanufaktur, zurückbringt und genau. der andere die Aetherklingen. Eigentlich war es so Ja. gedacht, aber ich weiß nicht. Ha, Anscheinend haben bringen die sie da was wohl irgendwas Neues mit. geändert? Haben sie Sturz anscheinend von was Abaddon. umgeändert. Sturz von Abaddon bringt er eben. Und er will eben diese Südlichtspiele wiederbringen. Die halt man schon gekannt hat, dieses Krebswurfspiel und den Südlicht-Überlebenskampf. Und Allerdings, wie. Okay, ja. was? Nee. Mach weiter, ich wollte schon zu dem Video. Ja, kannst du ruhig machen. Ich wäre dann jetzt weiter zu Ellen Key gegangen. Kannst du ja Achso, jetzt ja. Nee, Gnashblade machen. dann schauen wir uns jetzt einmal an, wie der werte Herr Nashblade sich so gegenüber seinen Wählern präsentiert oder, naja, an sich eher die werte Ellen niedermacht. Schauen wir mal kurz rein. Was ich interessant finde, ist, die Zuschauerzahlen sind bis jetzt noch nicht gesunken, seit ich im Stream bin. Ach, du machst doch eine gute Arbeit bis jetzt. Hast schon meinen Arsch gerettet dann und wann bei Themen, von denen ich keine Ah. Ahnung habe. Naja, dann schauen wir uns jetzt kurz das Ding an. Ellen Keel claims she knows what's best for the citizens of Lion's Arch. But where's she been for the past 3 months? Relaxing on the beach. Evan Nashblade has been living right here in Lion's Arch for years, through good times and bad. A true char of the people. Ellen Keel. Out of town, out of touch. I am Evan Nashblade, and this message is acceptable to me. Auch sehr schön, wie das da mit dem This message is acceptable to me. Nicht I approve, it's acceptable. Ein bisschen abwertend, der werte Herr. Bisschen. Gibt's den Irgendwie auf ist. Deutsch? Ich weiß das gar nicht. Ich meine nicht. Oh, war das Hat, Englisch? hattest du. Ja. Oh, ich habe das jetzt Deutsch gehört. Ich weiß gibt nicht. es das auf Deutsch? Guck gerade. Ich weiß es nicht, ich hatte das nur auf Englisch Warte. gesehen Ja, doch, und. das ist auf der deutschen Website, ist das auf Deutsch. Ach so, oh, verdammt. Warte, ich schicke dir es kurz im Stream-Chat. Jo, danke. Das ist die Seite mit den Releases und da gibt es das auch auf Deutsch. Das ist auf Deutsch, ach Quatsch. Hätte ich. Ach Gott, ja, okay, Also, da nein, haben. das. Ach nee, das ist deutsche Untertitel nur. Ach so, Untertitel, ja. Ich meine, immerhin. Kannst du mir dann. Das von Kiel vielleicht kurz hier im TS-Chat direkt den YouTube-Link schicken, weil bei mir die Seite stellt sich automatisch auf Englisch um. Ich habe keine Ahnung, wie Ah. das, warum das ist oder was da kaputt ist, Hier kann aber ich machen. das tut es nun mal. Gut, dann gehen wir zu Alan Kiel. Da können wir mal kurz drauf eingehen. Und zwar die Werte Kiel, anstatt einfach nur irgendwie, okay, jetzt bin ich schon wertend hier in der Sache, anstatt den reduzierten Kosten für die Schlüssel, für die Schwarzlöwenkisten, werdet ihr bei Allen Kiel reduzierte Preise für das Reisen auf Wegmarken, durch Wegmarken bekommen. Meiner Meinung nach eigentlich die attraktivere Sache. Meine Meinung eigentlich auch. Also ich meine, ich habe es jetzt schon allein gemerkt, als ich ein bisschen Quarz gefarmt habe mit meiner Kriegerin, wie man da die ganze Zeit rumreist. Also das kostet schon. Das geht schon auf den Geldbeutel. Ja, ich glaube, das unterschätzt man. Vor allem als PvPler hat man keine Ahnung, wie viel man eigentlich reist, wenn man vernünftig PvE macht. Ja, ich weiß nicht, du bist ja wahrscheinlich nie im PvE. Selten. Dann und wann schon mal. Meist. So Verfolge und so.
Ja, Meister schleppt mich Alex dann auch eher mit. Das kommt dann nicht von mir selbst. Ja. Naja, und dazu hat sie dann halt noch die, auch eins der Fraktale. Sie wollen halt beide Fraktalforschung unterstützen, aber in diesem Fall die Taumanova-Reaktors. Und irgendjemand quietscht gerade sehr hart draußen mit seinen Bremsen. Naja, weil ich das interessant finde, weil das scheint mir, weil ich das Fraktal von Irwin Schlitzklinge klingt mir eigentlich eher das Sturz von Abaddon. Das ist eigentlich GW1-Stoff. Und die Explosion des Taumanova-Reaktors ist ja sogar wichtig für GW2. Also das ist ja die Methode, wie der Feuerelementar, also ein Low-Level-Weltboss, in Provinz Metrika entsteht. Ja, es sind ja mit diesen Fraktalen sind es ja immer einfach Ereignisse aus der Vergangenheit. Ja, aber das ist halt Und deutlich zeitnah, meiner Meinung nach. ach so, ja. Also finde ich durchaus interessant, also nicht, dass ich jetzt irgendwie beeinflussen will, also nicht, dass du mich jetzt dafür hasst, aber ich finde, das ist eigentlich deutlich zeitnaher und wichtiger für GW2. Also das andere ist bestimmt interessant für Leute, die GW1 kennen, aber Leute, die GW2 spielen, sagen, pff, wer ist Abaddon? Kenne ich nicht. Ja, naja, so ein bisschen kennt man den schon. Ja, du bist die ganze Zeit mit Spulli zusammen, Ja, natürlich. okay, daran könnte das liegen. Weil der durchschnittliche GW2-Spieler, der GW1 nicht gespielt hat, der sagt, aber dann, keine Das ist auch Ahnung. ein Server. Aber Dann dann Smurf. gut, Ja. ja, aber. Ja, und sie bietet halt auch genau dasselbe an mit dem Rotationssystem zwischen Allerdings ist es, Aktivitäten. das ist irgendwas anderes. Man muss es Hä? so sagen. Wieso? Elvon Schletzklinge sagt, ich biete ab und zu diese Aktivitäten an. Abwechselnd beliebte Aktivitäten. Ja, aber das heißt nicht, dass es ein Rotationssystem dafür gibt. Okay, Das da heißt, gehst du es aber sehr gibt. auf die Feinheiten ein. Ich sehe nur durch das Teil, weil sonst verstehe ich nicht, warum sonst beide dieses Teil einfach so reinschreiben würden. Weil bei Evon Gnashblade steht es halt drin, ich be werde abwechselnd beliebte Aktivitäten wie das Krebs und den Überlebenskampf veranstalten. Das klingt für mich so fast, Es ist ja, halt nicht anders turniermäßig, formuliert. aber halt so dann für einen bestimmten Zeitraum gibt es das und für einen bestimmten Zeitraum gibt es das. Aber bei Alan Keel, ich weiß nicht, das klingt irgendwie so geregelt. Also dann heute das, morgen das und dann so weiter. Ja, ist ja auch eine geregelte Person. Durchaus. Ja, und dann schauen wir auch nochmal kurz rein, wie sich Alan Keel präsentiert. Oder wieder, wie gerade eben, er ihren Gegner niedermacht. Beziehungsweise sie ihren Gegnern die macht. Eher, meinte ich, nicht er, aber klingt ähnlich. Naja, und dann schaut mal rein. Evan Nashblade says he wants to build a better Lion's Arch, but can we trust him? During the recent scandal at South Sun Cove, Nashblade sold items from the consortium in the Black Wolltest du Lion das Trading die Company. The fact is, Nashblade has had a cozy relationship with the consortium from the beginning. Evan Nashblade, it's Lion's Arch first in his political speeches, but consortium items on his store shelves. We have too much at stake to trust him. Paid for by Concerned Mariners for Commerce. I'm Ellen Keel, and I approve this message. Ach verdammt, jetzt war das, das war glaube ich auch das, worauf du mich hinweisen wolltest, als ich mich dann gemutet hatte, oder? Dass ich Yep. das ohne Untertitel gespielt habe. Dann, das tut mir natürlich leid, aber wir könnten dann ja auch nochmal kurz, dann poste ich mal deinen Link da noch in den Chat. Das ist doch der, ne? Den du geschrieben hattest. Ja, das ist die. YouTube. Sehr schön, da, für alle, die da jetzt nichts verstanden haben, können sich das nochmal da mit Untertiteln angucken. Tut mir leid, hatte ich vergessen. Ja, auch ein bisschen mehr Niedermachen des Gegners als irgendwie Ich Werben fand für diese sich Szene. selbst, so wie Politik halt funktioniert. Ich fand diese Szene mit Evon und dem Hund einfach so geil.
Was ich auch sehr cool fand, ist der Moment, den sie wirklich gefunden haben, wo Ellen Keel an der South Sun Ding da wirklich total verdreht guckt. Die Augen irgendwie in zwei Richtungen oder was auch immer. Ja, das habe ich auch gesehen, das ist lustig. Die haben da schon geniale Szenen fabriziert oder gefunden. Ja, und dann da drunter steht da noch, es gibt Miniaturen von Ellen Keel und Evan Schlitzklinge. Dann Schlitzklinge. Ich finde Nashblade irgendwie cooler. Klingt cooler. Naja. Je nachdem, was man kennt. Und es sind halt auch noch diese zwei Rügengegenstände angesprochen, die Wüstenrose und der C4-Rucksack. Das Wobei sind man. dann wahrscheinlich wieder ähnliche Sachen wie, wie der Kram, diese komischen Dieses Rauch. Tentakel-Rucksäcke, Ja, die und das Dr. Rauchfluss. Octopussy-Sachen, ne? Ja, und Welt gegen Welt, Katapultbeherrschung. Keine Ahnung, sagt mir nicht unbedingt was. Ja, das sind halt Katapult. Es gab ja diese ganzen Sachen mit Mörsern, Ja. brennendes Öl, Feuerwegen und so weiter. Und jetzt gibt es halt noch das Ach so, Katapult. das gab's vorher noch nicht. Nein, nein, es gibt auch bis jetzt noch nichts für Golems. Bin gespannt, ob sie Ja, sowas noch okay, reinbringen. das macht dann wahrscheinlich auch Sinn, da das so Stück für Stück reinzubringen. An sich wirkt das so, als würden sie da einfach bestimmte Sachen vergessen. Die Leute, die dann am liebsten das und das benutzen für ihre Aufgaben, die sind ein bisschen pisst, aber es macht das Balancing bestimmt ein bisschen einfacher, wenn man das Ich vermute etwas. mal auch, dass sie jetzt nach und nach von den schlechten zu den guten Sachen eigentlich hingegangen sind. Zum Beispiel sowas wie brennendes Öl haben sie erst recht spät reingebracht, weil brennendes Öl so schon recht mächtig war. Und die Ja. Leute haben dann, sie haben ja auch zu den Pfeilwagen extra noch diesen Punkte-Reset mitgebracht. Ich weiß nicht, ob du mitgekriegt hast. Der Punkt, was für ein Punkte-Reset? Weltfähigkeitspunkte-Reset. Ach so, ja, dass man die nochmal neu verteilen konnte, oder wie? Ja. Ja. Und da Das haben sie macht Sinn. das haben sie ja nochmal neu gemacht. Aber danach haben sie kein Reset mehr zugelassen. Und ich vermute mal, da haben sie dann. Es gab immer wieder neue Sachen. Und die haben sich stetig sozusagen verbessert. Also sprich, die Sachen, die vorher schon gut waren, kamen recht spät. Jetzt zum Beispiel erst gerade noch nichts für Golems, die das absolute Hammer wären, wenn die da was reinbringen würden. Mehr Ja. Schaden mit Golems an Mauern, das wäre. Oh Könnte man dann ja. Solo-Mauern einreißen. Ja. Ja, dann gibt es hierbei halt diese normalen Sachen. Mehr Schaden an Mauern, mehr Schaden bei anderen Belagerungswaffen, Ja. größere Angriffsradius oder auf mächtige neue Fertigkeit zuzugreifen. Warte mal, Ja, was das heißt ist halt das? das Typische wie bei jedem anderen Teil. Ach so. Ah. Weil das haben sie Naja. ja bis jetzt auch bei allem anderen gemacht, dass sie bei der letzten Stufe jeweils eine neue Fertigkeit kriegen. Ja. Dazu gab es dann, also wo wir hier bei Ellen Keel und Evan Nashblade sind, gab es dann auch eine Umfrage, die der werte Herr Sputti gemacht hat. Und zwar hatte er gefragt, für wen würdet ihr euch denn entscheiden? Für wen hast du abgestimmt? Ellen Key natürlich. Für Ellen Keel, sehr schön. Und zwar können wir mal hier mal eine kurze Auswertung davon machen. Ihr könnt das auch alle selbst sehen, wenn ihr die Resultate in dem Artikel Ellen oder Evan ihr entscheidet, da anguckt, dann könnt ihr die Resultate sehen. Da hat Ellen Keel, es gab insgesamt 212 Votes. Ellen Keel hat davon 57% und Evan hat 43%. Also in der Community scheint Ellen Keel doch da schon vorne zu liegen. Was Wenn ich überlege, glaube ich auch mit der Realität einigermaßen übereinstimmen wird. Auch wenn ich eigentlich lieber für Suvash, den Piraten, gestimmt hätte. Ja, das. Oh, gute Überleitung. Und zwar gibt es nämlich auf Reddit macht ja öfter mal lustige Sachen. Ist es Data Mining? Ist es wirre Theorien zu erfinden? Wie zum Beispiel, ich hatte jetzt gar nicht selbst zugehört, weil ich da am Telefonieren war. Aber er hatte ja, Alex hatte ja in seinem Lore-Teil, glaube ich, auch welche präsentiert. Da Verschwörungstheorien über Evan. Ach so, ja. Ja, und in diesem Fall ist hier Reddit mit, mal, sag ich mal,
Alternativkandidaten statt Alan Keel und Evan Ashblade aufgekommen. Und zwar gibt es einmal Zurash den Piraten, der Quaggan-Pirat, den die als Kandidat wollen. Und da gibt es halt die ganzen Versprechen, die Wahlkampfversprechen, die es auch bei Alan Keel und Evan Ashblade gibt, so ein bisschen, sag ich mal, in diesem Fall verquaggernd. Die äußerst lustig sind. Ja. Ich kann mal, sie wollen halt die, wenn man das, Quaggan will reduce pirate bullying costs. Also die Piraten zu mobben. Ja, also die das ist sozusagen Lösegelder oder sowas, ist es eigentlich gemeint. Okay. Ah, ja, stimmt, die verniedlichen ja alles so. Okay. Kann man verstehen. Aber dann gibt es dann auch noch keine Fractal-Sachen. Keine Fractals mehr, die werden geschlossen, weil sie viel zu gefährlich sind. Genau. Dann auch immer noch hier so ein Quaggan will host cool games. Like cool. Rage Control. Und dann Crab Cake Backen und Tadpole Cuddling. So alles ganz niedliche Sachen. Und immer schön ein Kuh oder ein Fu eingebaut. Das ist ja die Ausdrucksweise von dem Quaggan. Ja. Und ihr Buh. Ja, und sie wollen nicht irgendwie den Handelsvertrag mit den Sapphire-Leuten abschließen, weil die Quaggans da gar nicht hinkommen. Keine Boote. Ja, sie haben keine Boote und deren Flippers, wie, verdammt, mir fehlt das deutsche Wort, sag mal. Flossen. Flossen, genau, Flossen. Deren Flossen sind nicht stark genug, um dahin zu schwimmen. Mensch, wie geht das? Ja, ungefähr so. Dann gibt es noch den Skrittkönig, der verspricht, dass es less junk und more shinies gibt. Für solange der Skrittkönig lebt, was vier Wochen sein soll. Haben die echt so eine begrenzte Lebensspanne? Ich wusste das gar nicht. Nein, das ist, er sagt ja probably 4 weeks. Ja. Also vielleicht 4 Wochen. Ja, ist also das ist eigentlich das so, gemeint, dass sie eine begrenzte Lebensspanne haben, oder? Nein, das ist einfach nur wegen Alan Keel und Erwin Schlitzkönig, die sagen ja auch nur für 4 Wochen. Ach so. Einen Monat. Ja, nee, deswegen hat er das auch gesagt. Ich fand das nur, solange der Skrittkönig lebt. Naja. Nein, ist das gemeint, dass er danach abgesetzt wird, wahrscheinlich. Ah. Ja, sehr wahrscheinlich. Dann wird der Skrittkönig noch bessere Möglichkeiten für das Salvagen bringen. Natürlich auch alles im Namen der Shinies. Ja. Dann noch lukrative Fraktal-Research. In die Tiefen von Tyria. Was vermutlich ein Anhieb auf die Schätze in GW1 war, weil in GW1 konnte man in den Tiefen von Tyria konnte man Verliese machen und dann hat man eben am Ende von den Verliesen immer eine Schatztruhe bekommen. Ah, Shinies. Eben, Shinies. Alles Shinies. Die Verliese waren eben in den Depths of Tyria, in den Tiefen von Tyria. Und was ich ein wenig enttäuschend finde, ist, dass der letzte Punkt nicht abgeändert wurde. Nee, das ist der ist so geblieben. Craptors und Soft Sun Rotation. Ja, ich vermute mal, dass die einfach bei den Squid nicht so genug andere Spiele haben. Die haben keine, außer so vielleicht so glänziges Topfschlagen oder weiß der Teufel was. Topfschlagen, ja, das ist sehr gut. Und dann gab es ja noch da. Ich weiß gar nicht, ob es da irgendwie noch allzu viel Zusatzinformationen gibt. Es wurde sich ja auch noch der Genie von der mystischen Schmiede da gewünscht. Wie hieß er? Ja. Zomoros. Und genau, da war das dann. Das war dann so ein bisschen mit der Idee, von dem neue Leute für diesen Wahlkampf raussuchen, das nochmal komplett überziehen. Und zwar Precursors for Everyone. Jeder kriegt Precursors. Ich vermute mal, dass das weil es ist ja dieses Somoros kam ja nach der Guild Wars News, wo dann ja schon drin stand, so ja, Precursor werden erleichtert und so weiter. Ich vermute mal, dass das einfach ein Hint darauf sein soll. So ein Anstoß. Es gibt Precursor für alle und so weiter. Also ich vermute es jetzt einfach mal.
Und dann anstatt Fractals of the Mist Research für das Übernehmen von Elona durch Palavajoku. Und zwar genau jetzt steht er auch noch dahinter. Completed right now. Und alle Aktivitäten will not host any activities. Er will keine Aktivitäten. Weil er gelangweilt ist von den menschlichen Spielen. Menschliche Spiele so langweilig, keine Aktivitäten, beschäftigt euch selber, ihr niederes Fußvolk, so nach der Masche. Genau. Ja. Ja, und das war es dann auch schon an sich zu den News im Wahlkampf. Aber eine Sache habe ich noch, lass mich mal eine Sache kurz checken. Und zwar bete ich jetzt, dass Sputti das so eingestellt hätte, dass es passt. Oh ja, es passt. Und zwar haben wir, die News ist jetzt gerade irgendwann online gekommen. Und zwar, wenn ihr auf guildnews.de geht, da haben wir ein Gewinnspiel. Und zwar unterstützt euren Kandidaten. Wir wollen nämlich von euch, dass ihr so ähnliche Support-Videos macht, wie es schon von den Kandidaten gibt. So nach der Nummer, Nashblade ist schlecht und Alan soll gewinnen und die Schlüssel wird auch sowieso keine haben oder irgendwas in der Richtung. Oder geht darauf ein, dass Evan da die komische Verschwörungstheorie hat, denen sollte man nicht trauen oder wie auch immer. Lasst eurer Kreativität freien Lauf. Und ja, macht Videos, die direkt eure Kandidaten unterstützen, wen auch immer ihr davon wollt. Die genauen Informationen, da das jetzt gerade erst hochgestellt wurde und eigentlich Alex das erklären sollte, weil er sich das ausgedacht hat, zusammen mit Ramon hat er da, glaube ich, zusammengearbeitet und sich das ausgedacht. Würde ich sagen, schaut einfach auf guildnews.de, unterstützt eure Kandidaten, ist die erste News da gibt es dann die genaueren Sachen, wann genau ihr was einsenden müsst, wie lange ihr Zeit habt. Ich kann einmal noch sagen, dass ich am nächsten Donnerstag bis zum Sonntag, bis zum übernächsten Sonntag wird die Phase für das Einschicken gehen und ich werde vorher noch einmal ein Beispielvideo zu Subash machen, dem Quaggan Piraten. Ja, sollte das nicht eher Alex machen? Warum? Oder hat er zu viel zu tun? Weil er doch der absolute Quaggan-Freak ist. Auch ich mag Quaggan auch. Vielleicht lasse ich ihn da irgendwie ein Fuh sprechen oder so. Aber da werde ich auf jeden Fall so ein Video in die Richtung machen, dass vielleicht, wenn euch gar nichts einfällt, ihr mal eine Idee von der Richtung bekommt. Was wir aber vielleicht einmal schon sagen können, ist, dass es als ersten Platz einen Gegenstand aus dem Edelstein-Shop im Wert von 800 Gems gehen wird. Und zwar muss der verschenkbar sein. Dann als zweiten Platz gibt es einen Gegenstand im Wert von 600 Gems und als dritten Platz einen Gegenstand im Wert von 400 Gems. Da wird dann halt, nachdem die Einschickphase für die Videos vorbei ist, wird es dann eine Wahlphase geben. Und Alex hat sich, ich glaube, das wird dann auf Steht noch gar nicht hier, wo das stattfinden werde. Ich nehme mal an, das wird dann über Facebook laufen, die Wahlphase. Oder er hat endlich ein vernünftiges Voting-Tool gefunden, was sich nicht so leicht hacken lässt. Er hatte da irgendwas davon erwähnt, aber naja. Die ganz genauen Informationen findet ihr davon auf guildnews.de. Lasst eurer Kreativität freien Lauf und unterstützt euren Kandidaten, denn wer will schon Nashblade da drin haben? Ich bin gar nicht voreingenommen. Gerade oft, dass sich da vertippt hat. Copy-Paste vertippt sich öfter. Copy-Paste-Fehler. Copy-Paste-Fehler? Ja. Wollen wir da mal nicht drauf eingehen? Ja. Einfach ignorieren, hat keiner gesehen. Ja. Was hat jemand gesehen? So, dann, ach Gott, das nimmt alles gar kein Ende mit den Themen. Dann kommen wir wieder zu einem theoretischen Sputti-Thema. Und zwar, weißt du die neuen Infos zu den Fraktalen, zu kommenden Fraktalen? Nicht unbedingt. Was sollte man da wissen? Es gab einen Developer-Livestream mit Colin Johansson. Oh, den habe ich nicht gesehen. Nein, den habe ich auch nicht gesehen. Und es gab da auch noch so eine kleine Zusammenfassung. Unten steht eine Zusammenfassung. Ich weiß, es ist so ein bisschen, das könntet ihr auch selber, aber einfach damit wir das drin haben, gibt es jetzt einmal die ganz kurze Zusammenfassung davon, weil ich habe keine Ahnung, was da abgeht. Sputtis Thema. Naja, er ist eigentlich da. Also, meine Fraktur der Feurigen und die Zuflucht der Ätherklingen kommen mit einem der beiden neuen Fraktale. Ach so.
Was? Also wird das doch kommen? Kommen mit einem der neuen, beiden neuen Fraktalen. Ich dachte, dass. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie dann sozusagen das Ach, ein Teil remaken. Ah, okay, das macht Sinn. Sehr gut. Also, dass sie dann faktisch dasselbe wiederbringen, aber halt dann eben angepasst an Sturz von Abaddon oder Explosion von Tauma und Nova. Hier steht dann auch noch, beim Fall von Abaddon handelt es sich um den ersten Fall vor Guild Wars 1. Ja gut, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Und es wird in der Zukunft weitere Fraktale geben, die von GW1 inspiriert wurden. Oh, das klingt gut. Finde ich gut. Ja. Oh, Old Europe hat da eine ganz kurze Zusammenfassung gemacht. Sehr schön. Freut mich, da hat jemand Ahnung, im Gegensatz zu mir. Und zu mir. Ja, dann gab es noch eine Sache, die ist, ich weiß gar nicht, ja, es ist erwähnenswert. Und zwar gibt es ja bei SoundCloud den ArenaNet-Account, oder warte mal, ist das ein Guild Wars 2 oder ein ArenaNet-Account? Ich meine, der ist ArenaNet. Ja, ich glaube, Latest heißt Sounds bei ArenaNet. Ah, okay. Und zwar haben sie da die ganzen Soundtracks von Events und so, da gab es, ganz am Anfang war das mit den Winter's Day-Sachen. Und das wurde dann immer mit den Event-Soundtracks und so erweitert. Und jetzt sind da auch die Sachen zu dem Bazar der Vier Winde. Wenn ihr also die Soundtracks zu dem Bazar der Vier Winde nochmal speziell anhören wollt, dann schaut vorbei auf dem Soundcloud-Account von ArenaNet. Ich denke mal, das wird man relativ leicht finden können. Oder am besten guckt einfach in die News auf guildnews.de. Oder auf Guild Wars in Facebook. Oder das. Auch wenn ich euch jetzt nicht die Viewerzahlen wegnehmen will. Ach, kein Problem. Naja, gut. Dann haben wir jetzt eine Sache, die relativ kurz sein wird. Denn es geht um den Speedkill. Oh ja, den habe ich gesehen. Der Speedkill von Lupicus. Da, ich weiß nicht. Die waren die halt wirklich einfach nicht zufrieden, dass sie selbst schon den Rekord hatten und haben ihn nochmal unterboten. Und weißt du, was die in den Comments unten drunter nochmal geschrieben haben? Wie, waren die schon mal schneller wieder? Nein, sie haben geschrieben, also unter dem Video mit den 21 Sekunden haben sie geschrieben, ja, es war schon nicht schlecht, aber es gibt noch deutlich Potenzial nach oben. Oh Gott. Ich bin sehr gespannt, wo das Ganze noch hingehen wird. Also wir können jetzt einfach mal, das dauert ja nicht lange, also viel Spaß mit den 21 Sekunden Lupus-Kill. Besser gesagt 20,68. Oh, sie haben sogar aufgerundet. Ja. Nicht schlecht. Ach Gott, ich muss auch noch, bevor das da... Nein! Mein Flash-Player ist gecrashed. Glorreiches Timing. Oh. Naja, aber das kann man ja einfach wieder anmachen. Gut, dann hier. 21 Sekunden Looper-Skill. Es ist halt wirklich so lächerlich, wie schnell da die HP runterfliegen, wenn das dann in die Phase kommt, wo der Kram zurückgeschleudert wird da von den Messmann. Oder was auch immer die machen. Ich weiß gar nicht, welche Mechanik ist das, weißt du das? Ja, ich vermute mal, dass das der Schmerztauscher ist. Oder irgendwas von Messmann, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird das extrem schnell. Ja, das ist, und da ist noch Luft nach oben, meine Herren. 21 Sekunden Boss. War Lupicus nicht mal irgendwie der schwerste Boss? Lupicus galt mal als der schwerste Boss in Guild Wars 2. Und jetzt wird er einfach so umgerannt. In 20 Sekunden. Also wirklich Respekt an die Solo-Leute. Schaut auf jeden Fall mal bei denen vorbei, um immer auf dem neuesten Stand zu sein, wie schnell man Lupicus umnatzen kann. Die scheinen da wirklich Gefallen dran gefunden zu haben. Ich schätze mal, die können den W. Ich weiß nicht, ich habe Ara jetzt noch nicht so gemacht. Da ist doch bestimmt noch ein bisschen Weg davor, gell? Wo ist Weg davor? Also bis man zu Lupicus kommt, oder? Keine Ahnung.
Ich schätze mal, die können den mittlerweile auswendig. Ach so, ja. Mit verbundenen Das Augen im Schlaf. glaube ich auch. Ja. Das, es ist halt teilweise auch dieser Raffi, der hatte sich extra einen Krieger gelevelt, um beim PvE da besser farmen zu können in den Instanzen, um eher mitgenommen zu werden und dann natürlich auch das ein bisschen leichter zu haben. Also Krieger sind teilweise lächerlich, die Mechanik da bei Lupikus mit den Messmann ist lächerlich, das ist alles etwas, mit Eine dem ich mich Ausnahme. nicht unbedingt beschäftigen würde, aber definitiv unterhaltsam, dass da Leute so dran sitzen. Ich habe mir das Finde ich dreimal angeguckt, sehr bevor ich es cool. geglaubt habe, dass das wirklich in 20 Sekunden passiert ist. Ich weiß nicht, ich hab gedacht, das sieht so aus wie so vorgespult dreifache Geschwindigkeit oder so. Ja, Weil vor die allem, HP geht. es geht halt noch relativ okay runter, bis dann plötzlich Röms da die Phase eintritt und der sich Genau, einfach und selbst dann habe ich kaputt macht wie gesagt. sonst was. Dann habe ich eben gesagt, so, ja, das ist doch bestimmt dreifach vorgespult oder so. Weil diese HP, da kannst du ja wirklich zugucken, wie die runtergehen. Einfach nur Ja. krank. Gut, dann gab es noch wieder ein bisschen Data Mining. Reddit ist ja dafür bekannt, dass sich dann und wann immer mal wieder Leute einfinden, die es einfach nicht sein lassen können und da das Data Mining im GW2-Client betreiben, womit wir, wie wir immer sagen, ups, das da funktioniert Ja, gerade wenn irgendwas nicht es richtig. möglich ist, warum nicht? Weil man eigentlich mit den AGB oder Terms of Conduct oder so angegeben hat, dass man das nicht macht. Echt? Und ja, und weil man Bist du, seinen hast du Account das so dafür genau gebannt, durchgelesen? ja, weil ich da Videos zu machen wollte, habe ich mir alles nur durchgelesen davon. Okay. Ja, ich bin einer der wenigen Menschen, die komplett gelesen haben. Ja, und Nicht da haben die gelesen. jetzt wieder was gefunden. Und zwar ein paar neue Rüstungen. Ich weiß gar nicht unbedingt, was man da so von halten soll. Ah, stimmt, ja, das habe ich gesehen. Und zwar, ja, es sind halt, man sieht wirklich, das ist Data Mining, weil die sehen aus, als wären das so diese kleinen unbemalten Figürchen, die ich weiß nicht, ob ein paar von euch mal Warhammer gespielt haben. Ich habe einen Freund, der spielt Warhammer. Ja, bevor man die Figürchen bemalt hat, dann sieht es so aus, Ja. so schön grau. Mit noch nicht, also. Ja, Ja. ich hab mal jemanden beim Spieldesign über die Schulter schauen dürfen. Ah. Also, das ist, der ist Grafikdesigner. Und der hat eben genau diesen Schritt, wo halt noch so alles noch so grau ist, gehabt. Das habe ich mir auch mal geguckt. Ich finde das interessant. Also so richtige Informationen gibt es zu den Rüstungen ja nicht. Sie sind halt da und sehen ganz schick aus. Die Aber Rüstung ich. 1 sieht meiner Meinung nach einer mittleren Rüstung aus. Ja. Zwei eigentlich. Obwohl, nee, das könnte leichter sein. Leicht bis mittel. So eine Mischung daraus, ja. Und unten ist halt schwere Rüstung. Ja. Das stimmt schon. Merkt man am Helm. Die untere sieht irgendwie. Kommt mir sehr bekannt vor. Nicht unbedingt, nein. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon. Also Wobei, nicht. sie könnte. Sie ist ähnlich zur Gladiatorenrüstung, also zur seltenen Gladiatorenrüstung, aber nicht das Schulterteil und der Helm. Also zumindest das Beinteil und die Schuhe auf jeden Fall. Beinteil und die Schuhe. Ja, ich hab eine Kriegerin, die hat die Rüstung, also Ah, da okay. ist das. Das, ich war gerade ein wenig verwundert, dass du das so alles auswendig kennst. Ich habe eine Kriegerin, die Vor hat die allem gerade, Rüstung. ich meine, Helme und Waffen und Schultern, die fallen dann ja noch mal ein bisschen auf. Vielleicht auch noch die Brustbekleidung. Aber Schuhe? Nicht schlecht. Ja, ich mag meine Charaktere. Das glaube ich dir. Ja, bei Rüstung muss ich auch sagen, da bin ich so einer, der das schon abgestimmt braucht. Ich habe auch ewig mit der Vorschaufunktion im Handelsposten rumgeguckt, welche Rüstung sieht jetzt wie aus, und habe da Ja. bestimmt 2, 3 Stunden im Handelsposten rumgehangen. Da kann man schon was dran verschwenden. Ja, dann hatte der werte Alex noch als Thema, wo er noch so ein bisschen drüber reden wollte, wo dann auch anscheinend eine Diskussion drüber
entstehen sollte oder auch entstand. Nee, anscheinend waren da keine Kommentare. Was mache ich mit Ehrenabzeichen? Aber da ich das Video nicht selbst Ach so, gemacht ja. habe und das, oder hast du es gesehen? Ich habe das Farm-Video gesehen von Spotty. Das Farmvideo mit Ehrenabzeichen. Ja, er hat ja gezeigt, wie man Ehrenabzeichen in Alpha-Belagerungs-Golems-Blaupausen, diese Alpha-Blaupausen dann in Omega-Belagerungs-Golems umwandelt und dann das kann man dann verkaufen, recht teuer. Achso. Ja, also schaut mal rein. Das Es ist. ist eigentlich ganz intelligent, aber ich würde die Ehrenabzeichen eher für andere Sachen verwenden, als sie zu verkaufen. Ja. Weil ich meine, man kriegt coole Waffen dafür, coole Rüstungen eigentlich. Also wer drauf steht. Der Eindringlingswaffen halt dann zum Beispiel. Ich meine, es sind Exo-Waffen, also sprich faktisch kosten, also durch diese Erfolgsdrohnen dann kostenlose Exo-Waffen. Ja, gut. Naja, dann schaut euch den Guide mal an. Und wir haben dann noch zwei Sachen. Denn den Lordheil hatten wir ja schon. Und die fünf Gold in einer Minute, da wollte sich der Alex ja theoretisch in der Mitte noch Fragen ausdenken. Aber da der nicht da ist und ja, ich weiß nicht, ich bin nicht so der Lore-Freak, der sich da dann fix noch welche ausdenken könnte. Kannst du mir mal anrufen, ob er sich welche mittlerweile welche überlegt hat? Bezweifle ich. Ich glaube, der ist irgendwie hektisch am Ruderstöpseln oder sowas, um vielleicht doch noch mit reinzukommen. Aber naja. Auf jeden Fall gab es dann von ihm dann noch das Guild News diskutiert, und zwar das dritte. Ich weiß nicht, vielleicht will er da nochmal selbst drauf zurückkommen, weil das ist ja so sein kleines Schätzchen. Oh, ich habe da Und auch mit diskutiert. Das fand ich du interessant. hast da auch mit diskutiert. Ich weiß nicht, wollen wir das jetzt vorwegnehmen? Weiß nicht, wir können Oder sie noch das noch übrig lassen. bis zum nächsten? Sag mal deine Meinung dazu. Komm, das können wir ja machen. Er kann da ja vielleicht nochmal dann näher Ja, drauf eingehen. ich kann ja mal meine Meinung dazu Ja, sagen. genau. Was? Also kannst dann. Warte, ganz vorher können wir vielleicht noch sagen, dazu gab es ein kleines Voting mit, wie findet ihr die lebendige Geschichte? Antwortmöglichkeiten sehr gut, okay oder schlecht. Und da haben 3% schlecht gesagt. Oh, es haben 102 abgestimmt. Also waren das auch genau 3 Votes. Okay, haben 23% gesagt, gut 35% und die Mehrheit 39% hat gesagt, sehr gut. Also so ziemlich gestaffelt von sehr gut nach schlecht in der Rangfolge, wie er da abgestimmt hat. Ich habe gesagt, die ist okay. Also Okay. durchschnittlich okay. Ich meine, sie haben am Ende jetzt mit Aetherkling und Basale 4 Winde, wobei Basale 4 Winde fallen dich dann wieder nicht so toll. Aber diese Aetherkling-Geschichte und die Jade-Waffen und so weiter halt, die Geschichte darum fand ich unglaublich cool. Aber am Anfang so mit Südlichtbucht und Flamme und Frost, ich habe mir so gedacht, ja, was ist denn das? Ich habe zum Beispiel auch die Manufaktur der Flamme und Frost nie gespielt. Kein einziges Mal. Nee? Und weil ich einfach gesagt habe, das ist so langweilig und das interessiert mich nicht. Warte, was hast du nie gespielt? Die Manufaktur der Waffen? Manufaktur der von Flamme und Frost. Ja. Das war doch das mit dem coolen Waffenboss, ne? Ja, Achso, ja, genau, der ist. du hast sie nie gespielt. Ja, ich habe aber einen Guide dazu gesehen. Achso, Ich fand ja, die. also auch die fand ich unglaublich cool. Ja, ich habe mir halt gedacht, so, was will ich damit? Ich fand es irgendwie langweilig. Echt? Aber. Boah. Ja, also nicht den Boss, aber halt das Fraktal allgemein. Wobei, das ist mir kein Fraktal. Ja, okay. Und halt auch die Geschichte, die dazu geführt hat, fand ich irgendwie so. Ja, Ja, wir nicht hatten so. ja im Podcast schon ziemlich oft die Diskussion dazu, dass die lebendige Geschichte so ein bisschen einen holprigen Start hatte. So, Genau, weil dass es war wirklich halt die einfach. coolen Sachen ein bisschen zu spät kamen. Und das war halt einfach, weil halt nicht genug Leute dran gearbeitet haben. Es war halt ein Team, das halt dann gearbeitet hat und sich dann. Ich habe das Gefühl, sie haben sich so langsam eingearbeitet. Und irgendwann kamen sie da auf den Trichter. Irgendwann kamen sie auf den Trichter. Was gefällt den Leuten, was gefällt den Leuten nicht. Ja. Und
haben sie halt sich immer weiter verbessert, aber mit Flamme und Frost haben sie halt irgendwie so einen holprigen Einstieg versucht. Ja. Mit, ich weiß nicht, mich hat es halt noch nie so richtig gepackt. Ich weiß nicht, ob das irgendwann nochmal kommt, aber sie sind jetzt ja auf jeden Fall schon mal den Schritt gegangen, mehr Leute da dran zu setzen. Und das halt auch in, ich weiß gar nicht, ob das unbedingt dann auch so viele, wie es vorher waren, pro Gruppe oder ob sie einfach eine große Gruppe jetzt in vier geteilt haben. Nee, ich glaube schon, dass ich glaube schon, dass sie vier Teams machen, also vier große Teams. Sicher? Theoretisch haben sie sich dann nicht genau zu geäußert. Also sie könnten das jetzt auch einfach angeben und haben einfach nur irgendwie ein Team von 20 Leuten in vier Fünfer-Teams unterteilt. Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich. Bezweifle ich auch. Wäre aber lustig, wenn die da irgendwie einen so genutzt hätten. Ich glaube kaum, dass ArenaNet sowas macht. Ja, wir glauben ja ArenaNet eigentlich im Normalfall. Und bisher haben wir auch nicht unbedingt einen Grund, ihnen nicht zu glauben. Ach ja, und was ich vorhin auch vergessen habe, weil wegen Ehrenabzeichen und so, hat Aurora dann noch beschrieben, das ist richtig, die kann man auch für aufgestiegene Ringe und Ohrringe einsetzen, dass man dafür weniger Lorbeeren braucht. Ah. Vergessen. Okay. Das ist, also ich muss sagen, so ein Podcast mit hauptsächlich PvE-Sachen als PvPler dann hier zu führen, Das ist schwierig. Kann ich mir vorstellen. Ich meine, das wäre wie wenn ich einen professionellen PvP-Stream machen würde. bin ich sehr froh, dass ich das hier nicht alleine machen muss. Sonst wäre ich sehr, sehr hilflos. Du wärst wahrscheinlich vor allem einsam. Ja, das auch. Und jetzt wahrscheinlich schon heiser. Naja, aber dann... Ja, Sputtis Meinung, das könnt ihr nochmal nachlesen, aber ich würde sagen, so richtig dazu abgehen, gerade weil er sonst so viel Kram verpasst hat und wahrscheinlich reißt er mir sowieso den Kopf ab, dass ich irgendwie so viele Sachen vergessen habe und bla und blub und bla, werden wir wahrscheinlich beim nächsten Podcast dann auch gut auf Sachen zurückkommen. Aber der nächste Podcast ist auch nach meiner letzten Klausur, das heißt, das wird besonders lustig, da freue ich mich schon drauf. Kann ich dann richtig Sachen machen? Ja, da habe ich Zeit. Zeit ohne Eigentlich. Ende. Oh, ich habe schon so viel vor. Das wird sehr interessant. Aber jetzt gibt es als letztes Thema, als Abschluss, da wir keine Fragen für 5 Gold in einer Minute haben, tut mir... Oh, ich kann mir noch fix welche überlegen. Echt? Kannst du das? Nein. Oh, schade. Mach mir keine Hoffnung. Ich hätte es versuchen können, wenn ich früher daran gedacht hätte. Nee, ich würde aber sagen, wir machen das Schlag den Raab mäßig. Wir sehen das mal so an, dass es beim nächsten Mal dann mindestens 10 Gold gibt. Machen wir einfach nächstes Mal 10 Fragen, ja. 2 Gewinnspiele. Oder das, ja. Ja, das stimmt. 2 Gewinnspiele einfach auf einmal. Das kriegen wir schon hin. Da muss Sputti dann ein bisschen denken. Dafür, dass sein Internet jetzt aufgegeben hat. Aber jetzt als letztes Thema gibt es noch das Guild Wars 2 Invitational oder auch Worldwide Invitational, wie sie es benannt haben. Da gibt es auch Qualifikationsrunden. Und zwar gab es zu der allgemeinen News, dass es halt einmal das europäische Vorturnier vom 27. bis zum 28. geben wird, dann das nordamerikanische vom 3. bis zum 4. Und dann gibt es halt auf der PAX Prime da vor Ort das Finale am 31. August. Und da gab es jetzt noch die Bekanntmachung, dass sie es jetzt geschafft haben, ein paar Landesbeschränkungen zu, ja, die aus dem Weg zu schaffen oder sowas. Oder ja, irgendwie die regionale Beschränkung wurde aufgehoben bei einigen Ländern. Und zwar wurde das in Europa jetzt dann so weit geführt, dass also gibt es einmal die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, ist klar, die können dann teilnehmen. Dann Island, Montenegro, Norwegen, Serbien, die Schweiz sogar. Wow. Und die Türkei. Die Altersbeschränkung bleibt aber immer noch bestehen. Die was? Was? Altersbeschränkung. Ach, Altersbeschränkung. Das ist aber 18, ne? Wenn ich mich nicht irre. Ja, das ist aber 18. Oder. Fand ich auch irgendwie schade. Ich darf nicht mitmachen. Ja. Ab 18 müsste das dann nicht theoretisch. Ab 18 ist klar, aber müsste das nicht theoretisch auch noch irgendwie landesabhängige Volljährigkeit sein, um bei sowas mitmachen zu können? Weil letztendlich geht es ja am Ende um 10.000 Dollar.
Ist schon klar, aber es muss nicht unbedingt, wenn die Turnierleute sagen, also Arena in dem Fall, wenn die sagen, das ist ab 18, Gibt dann es da ist nicht das irgendwie ab noch so 18. Landesregeln, die da einem dazu pfuschen könnten? Ich weiß es nicht. Aber ich meine eigentlich, dass das nicht so ist. Wenn die Leute sagen, das ist ab 18, dann ist das ab 18. Naja, gut. Auf jeden Fall gab es ja jetzt dann die ganzen zusätzlichen Leute, die da noch dran teilnehmen können. Und nochmal, um das zu sagen, das europäische Turnier wird am 27. und 28. Juli stattfinden, das nordamerikanische 3. und 4. August und dann das große Finale auf der PAX 31. August von diesem wirklich von ArenaNet und ich glaube mit Zusammenarbeit von MMORPG.com organisierte First Worldwide Invitational von Guild Wars 2. Meiner Meinung nach ein richtig schöner Schritt in E-Sport, vor allem da sich ArenaNet da so selbst hinterhängt. Und 10.000 Dollar sind schon was da, das ist schon nicht schlecht als ein Einstieg ins Weißt du, E-Sport. was mir auch gerade auffällt? Was? Im Titel gar nicht steht, dass das Podcast ist, sondern immer noch deutscher Übungs-Shoutcast. Nee, das steht da drin. Dann, es gibt teilweise Ich habe gerade. Ach so, jetzt schon. die Update. Ich habe gerade refreshed und es stand irgendwie immer so nach. Oh, da werde ich gerade geflammt, da ich gerade nur PAX gesagt habe. Ja, PAX Prime, tut mir sehr leid. Ich habe da beim letzten Mal bei der Frage, oder Ja, ich. beim Gewinnspiel. Ja, da war ich so stark hinterher, dass man PAX Prime und PAX East auseinanderhalten muss. Ja, es ist PAX Prime. PAX Prime in Seattle, Deswegen um hast das du ja genau auch zu Devil machen. nicht ins Im Gewinnspiel mit reingenommen. Seattle Convention Center, wenn ihr das noch ganz genau wollt. Und das ist, warte mal. Nee, fuck, die Adresse fällt mir nicht mehr ein. Schade. Wäre cool gewesen, wenn ich die noch gesagt hätte. Naja. Aber Schnell ja. Nachricht, ich PAX unterhalte währenddessen im Prime, PAX Stream. Prime, PAX Prime. Nochmal gesagt. So, und damit Welche sind Halle genau? welche alle, glaube ich. PAX Prime ist. Ach so, die Halle. Ach, für das Dingens. Keine Ahnung. 15B, sage ich jetzt mal. Das gibt's gar nicht. Ich weiß es nicht. Das war völlig aus der Luft gegriffen. Egal. Naja, aber damit, mit dem wunderbaren GW2 Worldwide Invitational, sind wir jetzt am Ende der News angelangt. Wir haben nichts mehr. Wir sind durch mit diesem doch holprigen Cast, würde ich sagen. Aber dazu nochmal, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei dir, Männer, dass du hier so munter eingesprungen bist. Jo, hat mir auch Spaß gemacht. Freut mich, freut mich. Hast mir sehr den Arsch gerettet dabei. Musste ich das nicht alleine machen. Und Ja, Sputti ist böse, dass sein Internet aufgibt. ich Hoffen wir konnte einfach die mal, dass Sonne sich das alleine regelt. lassen. Oh, sehr nett, sehr nett. Dann geht's zum Ende wieder hier auf die standardmäßigen Aushurereien unserer Social Network Sachen los. Und zwar Gegnus.de besuchen für alle wunderbaren News, die wir hier durchgegangen sind und die natürlich immer so aktuell kommen. Sputti ist immer ganz stolz, dass er in vielen News teilweise vor Guild Wars 2 ist. Was bedeutet, er hat die irgendwie aus dem Forum gesucht, bevor die wirklich auf der Hauptseite stehen. Da ist immer sehr stolz drauf. Also guildnews.de für aktuelle Guild Wars 2 News. Dann gibt es auf Facebook, sind wir guildnews.de ohne einen Punkt dazwischen, einfach guildnews.de zusammengeschrieben. @guildnews.de auf Twitter dasselbe. Und Google Plus, da müsst ihr suchen, denn da gibt es kein Slash oder kein Ad oder kein gar nichts. Da müsst ihr einfach guildnews suchen. Da sind wir auch. Ich weiß nicht, wer dahin wollen würde. Das hat irgendwas mit Geometrie zu tun. Das geht um Kreise und Circles und keine Ahnung. Seltsames Ding, aber da sind wir auch, also sucht nach Guild News. Dazu noch, wenn ihr das hier im Livestream schaut und irgendwas verpasst habt von diesem glorreichen Podcast, dann könnt ihr nochmal den VOD, der irgendwann morgen kommen wird wahrscheinlich, könnt ihr das im VOD auf YouTube, youtube.com/sputtele, wie es da unter dem schwarzen Bildschirm da im Fenster steht, sputtele, hinter das youtube.com. Und dann kommt ihr zu dem YouTube-Kanal oder geht einfach auf geeknews.de, da findet ihr dann den VOD auch. Wenn ihr das gerade im VOD schaut, dann kann ich euch nur sagen, schaltet beim nächsten Mal am Donnerstag 20 Uhr auf twitch.tv/geeknews ein. Da könnt ihr das ganze Spektakel dann live miterleben, uns im Chat flamen oder Vorschläge geben
oder was auch Und auch immer. das nächste Mal wieder mit Sputti. Genau. Nicht mit Männer. Und das nächste Mal dann wieder mit Sputti, hoffentlich ohne Ausfälle oder was auch immer und ohne mein komisches Rumstottern und Suchen nach Informationen währenddessen und all der glorreiche Kram. Ich bedanke mich dann bei Männer nochmal dafür, dass sie hier so glorreich eingesprungen ist. Natürlich bei allen Zuschauern, wir haben doch eine ganz gute Quote gehalten, trotz diesem Sonderfall. Danke für alle, die das hier mit angeschaut haben und ja, bis zum nächsten Mal. Bedanke mich bei allen, die durchgehalten haben, trotz meiner Stimme. Ach Quatsch, du hast eine super Arbeit geleistet. Nerviger als Alex' Stimme kann es gar nicht werden. Okay. Nochmal ein guter Flame zum Abschluss. Bis zum nächsten Mal.